Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 500. In Worten 500, meine Damen und Herren. Wir starten richtig in das Jahr 2023. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und damit ihr, falls ihr bei den ersten Folgen nicht dabei wart, noch so ein bisschen das Feeling habt, haben wir den Basti heute extra per Telefon zugeschaltet. Gute und Grüße, meine Freunde. Ja, herzlich willkommen. Die Patricia kommt auch gleich noch. Die ist gerade eben noch dabei, sich einzurichten, und dann wird sie sich aber auch hier gleich noch dazuschalten. Ja, 500 Folgen, ein großartiges Erlebnis. In fast 13 Jahren haben wir hier, glaube ich, doch einiges zusammengebracht. Unter anderem auch dank dem Support von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, der auch in 2022, trotz dessen, dass das Jahr ein durchaus anspruchsvolles Jahr war finanziell und auch mit all dem Drumherum für den einen oder anderen, habt ihr uns ja weiterhin großartig unterstützt und helft damit, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden können. Was wir dann auch gleich tun werden. Dafür wollen wir auf jeden Fall nochmal Danke sagen und hoffen einfach, dass diese Unterstützung, dieser Support auch in diesem Jahr 2023 so weitergeht, dass wir weiterhin über wunderbare Dinge mit der Eintracht sprechen können. Und ja, bevor wir gleich zur eigentlichen Eintracht kommen und vielleicht noch zu anderen Dingen im Fußball, würde ich sagen, fangen wir mal mit ein paar Fragen an, die wir von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Ich hatte nämlich letzte Woche einfach mal gefragt auf Twitter, was denn so Dinge sind, die wir besprechen sollten oder besprechen können. Und eine Frage, die ist mehrfach aufgetaucht, und zwar war die Frage, was war denn das Überraschendste oder auch das Peinlichste, was uns in dem Zusammenhang mit dem Thema Podcast passiert ist? Basti, hast du da einen Moment, der dir spontan einfällt, was irgendwie besonders überraschend oder peinlich war in Zusammenhang mit unserem Podcast und den 500 Folgen, die wir gemacht haben? Boah, das trifft mich jetzt ein bisschen unvorbereitet, muss ich sagen. Weiß ich nicht genau. Boah, was war denn peinlich? Lass uns mal zusammen überlegen. Mit Sicherheit im Nachhinein, die ein oder andere Panik vor gewissen Spielen, die wir als Endspiele hochgejazzt haben, und dann am Ende ist doch irgendwie irgendwas gut gegangen. Also ich glaube schon, dass in der Kovac, also bevor Kovac kam, dass wir da, glaube ich, sehr viel Alarm gemacht haben, und am Ende ist es ja doch gut gegangen, aber so wirklich unfassbar, dass ich jetzt sofort was im Kopf habe, gibt es ehrlich gesagt nicht. Helft mir. Boah, peinlich wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich finde es immer wieder überraschend und auch großartig zugleich, wie viele Menschen oder Anhänger auch anderer Vereine uns hören und wo sich ja auch mittlerweile durch Auswärtsfahrten und irgendwelche Treffen und sonstiges einfach ja auch durchaus Connections gebildet haben. Ich finde es immer wieder überraschend, wie viele einen dann da auch hören und auch so aus dem, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich in einem großen Konzern arbeite, habe ich da halt auch immer mit einer ganzen Menge von Leuten zu tun. Aber da läuft einem auch immer wieder mal einer über den Weg, so nach dem Motto, ey, dich kenne ich, dich habe ich schon mal irgendwo gehört. Das sind halt immer dann so Überraschungsmomente für mich, aber die sind halt eher positiv und nicht peinlich. sagst genau die richtigen Sachen, René, so ist es nämlich. Wenn du überlegst, auch wie häufig wir dann doch Gäste hatten von anderen Sendungen, die einfach dann auch gesagt haben, Mensch, das kenne ich schon, oder ich höre euch eh, oder ich habe euch auf der Liste mit drauf. Das ist schon verrückt, auch wenn man überhaupt keine Affinität zur Eintracht hat, und trotzdem hier dieses Geschwurbel sich jede Woche anzutun, das ist dann schon äußerst respektvoll. Bei peinlichen Momenten ist immer für mich, wenn ich zum Beispiel, also peinlich ist, wenn wir Namen jedes Mal hier falsch aussprechen, das ist, und dann kommt eine Woche später schon die Kritik, gerade bei einer neuen Verpflichtung, Mensch, was macht ihr denn da? Das geht ja gar nicht, und wir es trotzdem konsequent natürlich durchziehen, es weiterhin falsch auszusprechen. Und Quizduelle gegen Marvin, das ist natürlich immer für mich ein persönlich peinlicher Moment. Ja, okay, da stimme ich dir zu. Das ist ein peinlicher Moment, vor allen Dingen Marvin am Anfang mit
völligem Understatement, so nach dem Motto, ich weiß eigentlich gar nichts und ich habe keine Ahnung. Und am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 14 von 15 Fragen richtig beantwortet. Das ist definitiv ein peinlicher Moment, ja. Ja. Aber da sieht man, das hängt auch so ein bisschen am Design, am Design des Quizzes, ne? Weil wenn wir den Fußball 2000 Quiz uns angucken, da war ich ja nicht mehr so gut. Hängt alles nur damit zusammen, wer das Design zusammenstellt. Und da war Domi Waits unter anderem, der das ja auch für uns gemacht hat, natürlich sehr herausragend. Ja, beim nächsten Mal machen wir einfach kein Quiz, dann machen wir einfach Elfmeterschießen. Da haben wir bessere Chancen gegen dich. Oh. So ist das nämlich. Genau. Was haben wir da noch? Noch was von dir Überraschendes, beziehungsweise peinlicher Moment. Hast du noch was im Kopf? Du meinst Marvin? Ja, total oft, wenn ich mich zu sehr verhaspel. Marvin, sorry. Total oft, wenn ich mich zu sehr verhaspel. Also manchmal, wenn wir längere Passagen haben und auch mal es ein bisschen später wird, dann verhaspel ich mich und dann habe ich vielleicht manchmal auch Wortfindungsstörungen. Das passiert ja immer wieder. Und das finde ich dann persönlich peinlich. Ansonsten on a larger scale fällt mir jetzt nicht viel ein. Aber gerade diese alltäglichen Peinlichkeiten, die ich ja sowieso auch mit mir rumschleppe, ich glaube, das ist etwas. Aber ist das nicht auch etwas, was den Podcast ausmacht, dass wir alle so unsere persönlichen Peinlichkeiten haben und die halt hier auch einfach voll zur Geltung kommen? Das ist sehr positiv umschrieben, wenn man einen nicht ganz professionellen Podcast so zum Besten dreht, dass es irgendwie erpassen könnte. Ja, es kommt ja alles nur drauf an, wie man die Story erzählt. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Dann eine Frage, die ich auch noch ganz spannend fand, die wir bekommen haben. Bei welcher Folge hattet ihr aufgrund der Lage denn am wenigsten Lust zu reden? Also ich hätte ein, ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer es war, aber einen Zeitpunkt im Kopf, wo wir, glaube ich, alle wenig Lust hatten zu reden. Aber vielleicht fangt ihr erstmal an, Marvin, hast du da was Spezielles im Kopf oder hättest du was im Kopf? Ich glaube, nach dem letzten Abstieg, das war schon krass. Also da habe ich dann wenig Lust darauf gehabt, weil mich das so mitgenommen hat, wo ich total auch die Fassung so ein bisschen verloren habe. Ne? Also ich meine, es war klar, es hat sich angekündigt, der letzte Abstieg war einigermaßen ja dann doch vorhersehbar die letzten paar Wochen. Aber da ist halt natürlich, ihr kennt das, die älteren Hörer und Hörerinnen wissen es, natürlich schon in meiner Welt zusammengebrochen, weil Heribert Bruchhagen uns ja damals gesagt hat, mit mir steigt die Eintracht nicht mehr ab. Plötzlich war es der Fall. Und das war doch schon etwas, wo ich sehr, sehr wenig Lust drauf hatte, dann darüber noch zu sprechen. Also das fällt mir jetzt spontan mal ein. Ja, gut, guter ist, Punkt. Glaub, ja. Ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die liebe Patricia ist jetzt auch da und kann direkt die Frage weiterführen. Wir sind gerade bei den Hörerfragen und die Frage, um die wir uns gerade bemühen, ist die Frage, bei welcher Folge hatten wir denn aufgrund von der Lage am wenigsten Lust zu reden? Welche war das denn bei dir, Patricia? Hallo, happy Jubiläum erstmal. Ja. Welche war das bei mir? Ich habe tatsächlich diese Fragen vorher durchgelesen und auf kaum eine Antwort gefunden, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall rund um die ganze Adi Hütter-Sache, als das so ins Negative gerutscht ist und man dann auch die Champions League verspielt hat. Und es war nicht nur eine Folge, das waren so mehrere am Stück, wo ich irgendwann so Folge für Folge immer weniger Lust hatte, weil ich mir gedacht habe, boah, erstens wiederholt sich's und zweitens hast du eh schon schlechte Laune aufgrund der Lage und dann musst du auch nochmal drüber reden und es wird dir jedes Mal wieder ins Gedächtnis gerufen. Ich glaube, das war auf jeden Fall, was mir als erstes dann noch einfiel, was ja schon unangenehm war und wo dann auch irgendwann die Lust vergangen ist. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Basti, was ist mit dir? Hast du was im Kopf? Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich habe, wenn schlimme Sachen passieren, habe ich eher Bock, mit euch zu reden, weil das auch so eine Art Therapie ist, wo man sich aufregen kann. Bei mir ist es eher andersrum. Wenn geile Sachen passieren, habe ich eigentlich nicht Bock, das zum 8000. Mal irgendwann zu erzählen. Ja. So, es ist eher umgekehrt bei mir. Also wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, tut es eigentlich gut zu sagen, ey, scheiße, lass mal drüber reden. Ja. Und wenn man es ausgesprochen hat, ist es nicht mehr so schlimm. Bei richtig geilen Sachen denke ich mir, ja, Leute, ihr habt es doch gesehen, was sollen wir jetzt da sagen? Also mir fällt es dann immer schwer, irgendwie über den Gacinovic-Lauf zu sprechen, wenn man denkt, ja Leute, ich bin mir sicher, dass ihr es gesehen habt. Man weiß ja eh nicht, was ich sagen soll. Also bei mir ist es eher umgekehrt, muss ich sagen. Ich merke schon unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so ein, ich will es nicht hören und ich will auch nicht drüber reden und lasst mich bitte damit in Ruhe, ich versuche mich abzulenken. Ja.
Also bei mir war das definitiv so rund um dieses bevor dem bevorstehenden Rückspiel in der Relegation gegen Nürnberg. Einfach aufgrund von der Anspannung, dass ich da wenig Bock hatte. Klar ist es auch so ein bisschen Therapie dann am Ende des Tages, aber es ist halt schon einfach auch, da war so viel Anspannung, dass das schon ein schwieriger Moment war. Aber wahrscheinlich war es auch gut, dass wir dann am Ende drüber gesprochen haben. Was mir noch einfällt, die ganze Sache damals mit Kovac. Stand jetzt bleibe ich, ne? Stand jetzt. Ja. Und dann die Sache, dass er dann doch gegangen ist. Ich glaube, da war es nicht schlimm, dass wir darüber gesprochen haben. Aber da hat sich doch viel entladen. Und ich glaube, da war es eher schwierig zu sprechen, ohne zu wütend zu sein. Ich wollte sagen, da war es tatsächlich, dem würde ich zustimmen, dass es da schwierig war zu sprechen. Das war aber so ein Moment, wo ich sehr Lust drauf hatte, einfach mit anderen zu sprechen, wie Basti gerade gesagt hat, um diese Verarbeitung, dieses, ich fühle mich da jetzt gerade irgendwie betrogen, verarscht, das halt irgendwie zu verarbeiten. Aber das in Worte zu packen, erinnere ich mich noch, das war tatsächlich ein schwieriger Prozess. Ja. Aber man muss ja wirklich sagen, ihr habt es ja super gesagt, es kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie weit die Aufnahme dann hinter der Situation nachhängt, finde ich. Wenn sich auch sowas ständig wiederholt, wie ihr sagt, dass so eine Situation, in der irgendwas Schlimmes passiert ist, Basti sagt dann Bewältigungstherapie, ja, wenn es direkt danach ist irgendwie, wenn sich das aber dann doch wieder noch eine Woche zieht und du hast eigentlich schon drüber gesprochen, es hat sich wieder nichts geändert, das war für mich oder ist generell für mich was, wo ich dann einfach sage, oh, eigentlich ist es wieder derselbe Themenklimbims, es hat sich überhaupt nichts getan, wir nehmen ja dann doch mit einem bisschen Abstand auch schon zum Spiel ja auf, meistens, wenn Dienstag wirklich dann entsprechend der Aufnahmezeitpunkt ist. Deshalb, da ist es für mich oft das Problem, wie oft wurde schon vorher drüber gesprochen, da bin ich voll beim Basti auch, dann ist einfach irgendwie die Luft raus, wenn sich an der Situation nicht kurzfristig noch was Positives geändert hat. Aber gut, dementsprechend gibt es da sicherlich den ein oder anderen Punkt, den man hier ansprechen könnte, auch so Klassiker nach dem, wenn wir in der ersten Runde vom DFB-Pokal ausgeschieden sind und dann darüber irgendwie sprechen, das ist sowas, da könnte ich kotzen, ne? Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil das meistens ja einhergeht mit auch einer schwachen Anfangsphase oder du kommst aus dieser Erwartung einer hervorragenden, fehlerfreien Vorbereitung und denkst so, ah, wir sind die Könige und dann verlierst du im DFB-Pokal erste Runde gegen irgendeinen No-Name. Oder das ist natürlich dann schon bitter, ne? Das ist, da tut's mir immer weh. Ansonsten schöne Krisenbewältigung im Gespräch hier im Podcast, das macht auf jeden Fall immer Spaß. Und meistens ist es ja auch so, man geht hier rein und denkt, oh Gott, wir steigen ab, Eintracht, was habe ich mir da angetan? Und nach der Sendung denkt man, Mensch, kann es nicht weitergehen, irgendwie müssen wir die Meisterschaft doch die Woche noch klar machen. Also diese Hochs und Tiefs erlebe ich doch hier persönlich auch immer wieder in der Folge dann. Ja. Das ist auch schön so. Ja, ist schön und ist, glaube ich, auch ein Bestandteil des Verarbeitungsprozesses. Und das ist ja auch etwas, was wir ja von den Hörerinnen und Hörern da draußen auch immer wieder mitbekommen, dass das ja nicht nur ein Verarbeitungsprozess für uns ist, sondern auch für die vielen Menschen da draußen, die uns hier auch regelmäßig hören, Feedback geben und auch teilweise hier im Chat unterwegs sind, wie gerade eben der Leon und der Gonzo zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir passen dann jetzt oder pausieren jetzt erstmal hier das Thema mit den Fragen, die wir von euch bekommen haben und heben uns noch was für das Ende auf und gucken mal auf ganz andere Themen, denn manchmal ändert sich im Fußball nichts und manche haben auch einen ganz eigenen Weg der Krisenbewältigung, so zum Beispiel der DFB, der die Krise jetzt mit Rudi Völler bewältigen will. Lieber Marvin, du hast dieses Thema als Gesprächsthema hier mit auf die Liste geschrieben. Was möchtest du zu Rudi Völler als Nachfolger von Oliver Bierhoff sagen? Ja, Freunde der Sonne, das ist natürlich ein Trending Topic, wenn wir jetzt im Social Media Sprech bleiben. Das ist natürlich ganz krass, eben gerade erst nicht, rausgekommen. Also vielleicht irgendwie hier in der Apothekenumschau, da ist das vielleicht ein Trending Topic. Ja, aber das Problem ist, dass der DFB genau das als heute noch eloquent und sinnvoll ansieht. Also, es ist so, dass Rudi Völler jetzt die Nachfolge von Olli Bierhoff antritt, war ja Manager des DFB bzw. der Nationalmannschaft und genau das soll jetzt Tante Käthe, wie die Älteren unter euch ihn noch nennen und die Jüngeren kennen ihn gar nicht und da kommen wir genau zu dem Problem. Basti, ich glaube, du hast es auch bei 93 schon mal angerissen oder ich habe es mir ausgedacht, aber ich glaube, ihr habt es angerissen. Nee, sie haben es angerissen, ja. Genau, es hätte ja sein können, dass die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, irgendwann bei mir auch im Kopf so fest verankert waren.
dass ich nicht weiß, ob es in der Realität auch beim Podcast stattgefunden hat. Aber es ist natürlich ein ganz, für mich einer der Kernprobleme, dass der DFB so ewig gestrig ist. Und da nehmen wir jetzt mal andere Konnotationen raus. Aber ihr wisst trotzdem, was damit gemeint ist, dass sie fucking Rudi Völler über 60 Jahre immer noch als die ideale Lösung ansehen, der übrigens Teil dieser Taskforce war. Ich wollte gerade sagen, also ja. Vielleicht jetzt auch nochmal, um die Story nochmal irgendwie so ganz rund zu machen. Der DFB verkündet am 13.12., zwei Wochen nach dem Thema hier Katar und so weiter und der Trennung von Oliver Bierhoff, dass man eine Taskforce aufsetzt, um die Zukunft der DFB-Männer-Nationalmannschaft auf neue Beine zu stellen. Eine Taskforce, die sich zusammensetzt aus Menschen wie Watzke, Völler, Olli Kahn, Minzlaff. Und das Resultat nach vier Wochen wahrscheinlich beinharter Analyse ist, einer aus dem Kreis macht es selbst. Zumindest für die nächsten 20 Monate, so wie ich das jetzt verstanden habe. Es ist völlig absurd und alles nur wegen der Euro 24. Natürlich, die Euro 24 ist geil, ist ein super geiles Event, da ist so viel Potenzial dahinter. Aber Basti, du kannst es ja auch mal ausführen, ihr habt es ja schon bei 93 mal ein bisschen losiert, wo der Kern der Problematik besteht, denn die Spieler sind es ja eigentlich nicht. Ja, das ich kann das nicht fassen, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht, dass dieses Gerücht entsteht, reicht schon. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie das durchziehen, weil du hast schon gesagt, er war Teil dieser Taskforce. Dann musst du dir vorstellen, wer da sitzt. Dann sitzt Rummenigge, of all people, Minzlaff, Matthias Sammer, wer war noch dabei? Einer fehlt mir. Watzke, Kahn, Völler. Watzke auch. So hatte ich das verstanden, ja. Auf jeden Fall Kahn, genau. Kahn auf jeden Fall noch, ja, ja. Und dann sitzen die da, überlegen, aber dann machen die eine Problemanalyse. Was war das Problem und warum können wir mit der Nationalmannschaft nicht mehr in die großen Stadien gehen? Und dann denken die so ein bisschen zurück und denken, hier, als der Rudi Völler Bundestrainer war, erinnert euch an das Lied und es gibt nur einen Rudi Völler und so. Da war doch gute Stimmung, lass uns das doch wieder machen. Problem ist, das ist 20 Jahre her. Und ja. Was da jetzt passiert ist, ich kann es nicht begreifen, muss ich sagen. Die einzige Erklärung, ich habe eben bei Twitter was dazu gelesen, wo ein Erklärungsansatz ist, dass der DFB auf die Fußballfans weiterscheißt und der einfach wieder nur den Bild-Zeitungslesenden Manfred 33 wieder haben will, der, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, dann, wie ist es schön, und so. Also, vielleicht wollen die diesen Spirit wiederholen und vielleicht klappt das auch, weil wir dürfen nicht vergessen, der ist zwar jetzt ein bisschen älter, aber Großteil der Bevölkerung in Deutschland auch. Und vielleicht ist es einfach so, dass die wieder aktiviert werden sollen. Anders kann ich mir es nicht erklären, weil eine wirkliche Fehleranalyse hat da nicht stattgefunden, weil Rudi Völler ist ja fast noch schlimmer als Oliver Bierhoff. Das ist ja genau das Ding. Da ist ja nichts besser. Das ist ja kompletter Stammtisch. Rudi Völler, der ist ja in seiner Zeit bei Leverkusen jetzt auch weg vom Sympathieträger gekommen. So, als er Nationaltrainer war, von mir aus, meine Güte, und ein Rudi Völler, 2002. Aber der ist in seiner Zeit in Leverkusen ja auch teilweise wirklich abgedreht. So. Also sehr dünnhäutig gewesen. Und man hatte immer das Gefühl, so, seine Zeit ist jetzt auch um und es ist auch gut für ihn und für Leverkusen. Und jetzt soll er dafür sorgen, dass der Karren, der tatsächlich meiner Meinung nach wirklich in den Dreck gefahren worden ist, weil das sieht man ja auch, das ist, glaube ich, nicht nur unsere Meckerei, sondern das ist valide einfach. Du siehst es ja, wenn die Nationalmannschaft nach Wolfsburg und Mainz ausweichen muss, dann ist tatsächlich irgendwas passiert. Und wenn man denkt, dass man das mit ihm, diesem hemdsärmeligen, meiner Meinung nach etwas überholten Typ, ändern kann, dann hat der DFB nicht nur nichts verstanden, sondern im Gegenteil. Also ich weiß gar nicht genau, was für eine Richtung die gehen wollen. Ich bin tatsächlich, da das jetzt hier kurz vor der Sendung offiziell bekannt gegeben wurde, noch schockiert, als dass ich das jetzt irgendwie noch großartig weit ausführen kann. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ganz ehrlich, dieser Schock, also ich habe echt gedacht, es geht auf den Weg der Besserung zu, als Olli Bierhoff nach all diesen ganzen Jahren, der war ja wirklich lange dabei, jetzt von seinem Amt enthoben, von seinen Aufgaben entbunden wurde und ich habe gedacht, okay, jetzt geht's weiter, das ist doch super, sie haben was gesehen, ne? Und ich fand es auch im Rahmen des Akzeptablen zu sagen, okay, Hansi Flick, den entlassen wir nicht, der hat so wenig, der war noch so kurz da, alles in Ordnung, aber dass du jetzt... Ja, wir machen das mit Rudi Völler, ja, und vielleicht besorgen wir auch Wimpel und Fähnchen, dass das die Lösung ist dafür, dass die Nationalmannschaft 2024
wirklich das ganz, ganz große Ziel vor Augen hat, auch, und das ist ja genau das Ding, was ich immer wieder sage, was mich komplett ärgert, dass die Europameisterschaft nach finanziell extrem schwierigen Jahren, ja, wir sind gerade, ich will nicht sagen in der Finanzkrise, aber wir haben durchaus ein paar Probleme, alle Leute haben weniger Geld, die Frustration ist nach den gestiegenen Gaspreisen und so weiter und so fort relativ hoch, wir haben internationale Situation, die belastend ist, wir kommen gerade aus der Corona-Pandemie, die natürlich immer noch da ist, aber ein bisschen weniger dramatisch jetzt aktuell, aber trotzdem, das herrscht alles noch vor. Und wenn du sagst, du willst einen Restart machen und sagen, hier, geil, wir machen das 2024, jetzt geht ein neuer Rutsch durch dieses Land, jetzt passiert mal ein bisschen was. Da ist für mich Rudi Völler, ehrlich gesagt, der falsche Mensch. Und aber Patricia, wie ist es denn bei dir? Fühlst du dich als jüngere Person hier in unserem Kreis von Rudi Völler abgeholt? Kennst du Rudi Völler überhaupt? Ja, ich kenne Rudi Völler tatsächlich und nee, ich fühle mich auch nicht wirklich abgeholt, aber ich glaube, das ist keine Überraschung. Ihr habt es ja schon ganz gut ausgeführt. Ich habe das Gefühl, beim DFB gibt es sowieso irgendwie nur so eine Handvoll Personen, die so in so einen Lostopf geworfen werden und dann für Positionen rausgezogen werden und weiter wird da auch nicht gedacht. Es ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, aber ehrlich gesagt auch nicht komplett überraschend irgendwie, weil ich weiß nicht, meine Erwartungen an den DFB sind mit den Jahren immer weiter gesunken und ich glaube, bis da nicht wirklich mal was Nennenswertes passiert, bis dahin habe ich auch einfach keine mehr. Also ich glaube, der Zug ist erstmal abgefahren und bin gespannt, wie sich das noch entwickelt beziehungsweise entwickeln soll, weil jetzt zumindest, nachdem diese Nachricht raus war, wirkt das nicht wie der große Fortschritt, der große Aufbruch in eine neue Zeit, in die richtige Richtung, keine Ahnung. Also ja, so richtig holt es nicht ab, wie man vielleicht hören kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, Marvin hat ja die EM angesprochen und Watzke hat ja auch ein sehr merkwürdiges Statement abgegeben. Habt ihr das gehört? Nee. Was Watzke die Journalisten aufgefordert hat, jetzt mal nicht mehr so kritisch zu sein wie jetzt sonst die ganze Zeit, weil es ist ja im eigenen Land, da muss man jetzt auch mal... Da müssen die Medien auch dafür sorgen, dass hier Stimmung entsteht und so. Und sollen jetzt nicht vorher alles kleinreden und was weiß ich was. Das ist so ein weirdes Verständnis von Medien und Pressefreiheit und was weiß ich nicht alles. Danke. Also, ja. Und auch von Fans. Und auch von Fans. Dass sie denken, schreib mal was Gutes, dann würden die Fans das schon. Das ist genau dieselbe Denke, die bei RB Leipzig herrscht. Zu denken, ja, wir müssen nur positiv berichten, dann wird das schon klappen. Ja, nee, Leute. Selbst wenn die Journalisten sich an diese merkwürdige Aufforderung halten würden, ist keiner dabei, der dann denkt, ja, okay, jetzt habe ich nicht so viele kritische Berichte gelesen, jetzt bin ich wieder Deutschland-Fan. Die Leute müssen das ja auch fühlen, du musst ja auch was auf dich nehmen dafür. Und ich glaube einfach, dass man dieses Turnier von der Nationalmannschaft einfach trennen muss. Am Ende hat Marvin es gesagt, da ist eine Europameisterschaft im eigenen Land, da nimmt ja Gott sei Dank nicht nur Deutschland teil. Dann nimmt man einfach dieses Turnier an. Und denkt, wäre geil, wenn in Frankfurt, mal gucken, was für interessante Spiele hier sind, welche Teilnehmerländer hier sind, mit welchen Leuten, Fans von denen man hier eventuell sich irgendwie treffen und feiern kann. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass der Wunsch von Watzke, Völler und von allen, von dieser Taskforce, der wird nicht in Erfüllung gehen. Die Nationalmannschaft hat so viel dafür getan, dass man sich nicht mehr mit ihr identifizieren kann. Da reicht es nicht, einfach einen guten Laune-Onkel zu holen. Und allein, dass sie das denken, entfernt mich noch weiter davon. Weil, wie Marvin es gesagt hat, du hast das Gefühl, ja, Bierhoff geht jetzt mal, vielleicht hat da wirklich mal eine Fehleranalyse stattgefunden. Bei Flick habe ich sogar verstanden, weil du sagst, na, 2 Jahre vor dem Turnier jetzt nochmal den Trainer wechseln, ist vielleicht zu spieltaktisch gesehen nicht ideal. Aber zu sagen, dass du den Direktor, der ja mit dafür bestimmt, was für ein Bild die Nationalmannschaft in der Kommunikation abgibt, dann Rudi Völler zu holen, dann tut es mir leid, du hast sehr viel Potenzial mit der Nationalmannschaft, das wird er nicht ausschöpfen, weil er, glaube ich, gar nicht das Mindset dafür hat. Und du musst einfach eine andere Geschichte erzählen bei dieser Nationalmannschaft. Du musst dich im Nachhinein bei Özil entschuldigen. Du musst im Endeffekt einfach sagen, okay, Leute, es gibt hier ein neues Deutschland. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen, wer dazu ausführlich was haben will, kann 93 hören. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Nationalmannschaft sich so präsentiert, dass ich sage, mit der identifiziere ich mich und Rudi Völler ändert das niemals, im Gegenteil. Ja, aber wenn du dir dann die Zusammensetzung dieser Taskforce anguckst, glaube ich nicht, dass sie auf diesen Schritt kommen. Also ich stimme dir dazu 100% zu. Man müsste das grundlegend einmal jetzt auf links drehen. Aber ich
wenn ich mir die Zusammensetzung dieser Taskforce anschaue, dann glaube ich nicht, dass man da hinkommt, sondern dass man jetzt tatsächlich diesen Weg geht, den du auch gerade eben benannt hast. Man holt quasi jetzt jemanden zurück, mit dem man einfach ein positives Erlebnis verbindet, um genau die zu wieder mehr auf die Seite zu bringen, die man als Fan sowieso schon hat, um da jetzt irgendwie ein großes Pflaster auf diese Wunde irgendwie zu kleben, dass das darunter aber weiterhin vor sich hin eitert. Das hat man jetzt erstmal ausgeblendet und ich glaube, das Pflaster wird keiner darunter nehmen. Das ist absurd, absurd. Also viel mehr können wir ja tatsächlich statt jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Aber es ist, zeigt einfach die Handlungsunfähigkeit des DFB, irgendwie mal progressiv zu denken. Also ich hatte echt gedacht, dass Bernd Neuendorf als Präsident des DFB doch irgendwie auch andere Ansätze verfolgt. Vielleicht ist das doch tatsächlich der Fall und er kann sich nicht durchsetzen. Darüber kann man ja auch sprechen. Also die Verwebungen und Verästelungen, die sind ja auch durchaus immer mal wieder auch Teil von Presseerzeugnissen, wo dann darüber gesprochen wird. Ich finde es echt, schade. Das war mit einer der letzten Chancen. Denn trotzdem, die Nationalmannschaft hat immer eine bindende Wirkung in Deutschland, das muss man sagen. Aber sie verliert sie weiter und ich bin nicht sicher, ob Tante Käthe es schafft, plötzlich ein Waldstadion wieder auszuverkaufen. Nur mit seiner Präsenz. Glaube ich. Das werden wir sehen. Nee, aber das ist das, ja. Am Ende haben wir es ausgeführt. Am Ende ist es, glaube ich, dasselbe, was mit Leipzig probiert werden soll. Und das kannst du nicht erzwingen. Das muss echt sein. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da passiert. Am Ende ist es mir auch egal. So, ich gucke mir die EM wahrscheinlich trotzdem an. Vielleicht kann man sogar das ein oder andere Spiel besuchen, aber mit Sicherheit nicht, wenn Deutschland spielt. Und das ist mir dann egal. Meine Güte, man muss ja auch, und das muss man vielleicht auch mal sagen, man muss ja auch nicht ständig, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ständig diese Häme auskippen. Aber man kann sie auch ignorieren. So, mir ist es am Ende, hat die Nationalmannschaft es geschafft, dass es mir eher egal ist und dass ich mich halt über diese Entscheidung wundere. Aber sollte es jetzt Leute geben, die das geil finden, meine Güte, mach's halt. Also es ist. Aber Basti, da will ich ganz kurz sagen, mir geht's nicht um Häme. Mir geht's tatsächlich nicht um eine auch verpasste gar nicht Chance. Ja, genau. Ne? Weil ich würde es gerne geil finden. Weißt du, das ist halt der Punkt, weißt du? Ja, das ist ja auch der richtige Ansatz, zu sagen, okay, man hätte selber wieder Bock, Teil des Ganzen zu sein. Ich habe es ja schon oft gesagt, auch wenn es unrealistisch ist. Eine junge Mannschaft, wo Leute aus verschiedenen Wurzeln haben, aber die trotzdem alle zusammen Deutschland repräsentieren und nicht so, oh, das ist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Nee, der ist halt Deutscher. Und das, wenn diese Selbstverständnis da ist und hast Jürgen Klopp vielleicht als Trainer, dann wäre ich auch am Start, hätte ich Bock drauf, mich zusammen mit anderen damit zu identifizieren. So ist es halt nicht der Fall. Was ich nur sagen wollte, es gibt ja trotzdem diese mittlerweile unglaubliche Ablehnung von der Nationalmannschaft, wo dann alles irgendwie kommentiert wird und jeder in den Dreck gezogen wird. Weiß auch nicht, ob das nötig ist. Also am Ende kann man es, wenn es eigentlich interessiert, dann muss man es probieren zu ignorieren. Ich schaffe es auch nicht immer und finde es dann lustig, wenn die bei der WM ausscheiden. Aber ich glaube einfach, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen mit Rudi Völler den Weg und ich glaube, wir wissen alle, was der für ein Spirit vorgeben wird oder wie die Nationalmannschaft sich dann darstellen wird, dann mach's halt, ich bin halt raus. So, solange die jetzt irgendwie nichts Aggressives in die wirklich falsche Richtung machen, denke ich mir halt einfach, meine Güte, probiert es halt aus, es wird nicht klappen. Am besten lässt du noch Thomas Müller und Manuel Neuer für immer spielen und holst Mats Hummels zurück. Und keine Ahnung, vielleicht kann Jürgen Klinsmann auch noch irgendwas machen. Ist egal, mach halt, wenn ihr das meint. Hol doch am besten irgendeinen Freiburger Co-Trainer, vielleicht findet ihr noch irgendwo einen. Und dann ist halt so, meine Güte, macht das halt. Ja, ich finde es halt irgendwie eher traurig, weil es halt eine Chance gewesen wäre und ich bin da so ein bisschen bei Marvin, ich hätte schon irgendwie einfach gerne wieder mehr Interesse an dem Thema, weil es halt auch für mich ein Bestandteil meines Aufwachsens mit Fußball war, halt die Nationalmannschaft damals ein ganz wichtiger Bestandteil und irgendwie hätte ich da halt irgendwie gerne wieder eine Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, aber so wie sie es halt machen, ist dann halt eher so, ja, dann ignoriere ich es halt. Und das ist, ich finde es halt so ein bisschen traurig dann immer noch. Ja, ist es auch. Also ich finde auch, es ist irgendwie, es ist komisch, wenn ich auch sehe, wie in anderen Ländern die Nationalmannschaft unterstützt wird. Ich finde irgendwie in England, finde ich sehr krass, dass da auch viele junge Leute da voll dahinter sind und die haben auch ein cooles, junges Team und so. Was ja in Deutschland jetzt erstmal auch, wie wir schon ausgeführt haben, nicht unbedingt am Team liegt so. Aber irgendwie kommt das hier nicht auf, also zumindest auch nicht bei mir. Und das ist irgendwie auch schade, weil es wäre schon cool, wenn du weißt, da steht doch ein großes Turnier an und dann kannst du irgendwie deine Mannschaft unterstützen und beziehungsweise da mit Interesse reingehen. Und aktuell
ich sehe es wie Basti, man muss nicht alles irgendwie hämisch kommentieren und man muss es jetzt auch nicht irgendwie alles in den Dreck ziehen. Aber bei mir ist es halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da ist einfach nicht so großes Interesse da und dann lasse ich es von alleine einfach links liegen. Und das ist irgendwie schade, aber ich kann es irgendwie auch nicht erzwingen. Hm. Aber es ist doch das, was passiert ist. So, das ist ja zum Running Gag irgendwann geworden, dass man, weil sie selber beobachtet hat, dass man schon gar nicht mehr wusste, gegen wen die spielen. Oder wann spielen die. Oder dass man keinen Bock mehr auf Länderspielpause hat. Also, oder dass du keine Diskussion mehr hattest, oh, welche erste Elf stelle ich in Deutschland auf? So, das ist in den letzten Jahren völlig verloren gegangen. Aber nicht nur bei uns, sondern allgemein. So, ja. Du hast gar nicht mehr dieses Ohr im Freundeskreis und im erweiterten Bekanntenkreis. Wenn du da irgendwie im WhatsApp-Gruppen jemand gefragt hast, gegen wen spielt Deutschland am Wochenende, dann haben die erste Frage war, wann spielen die überhaupt? So, das hat natürlich auch Gründe, die woanders liegen als bei der Nationalmannschaft, sondern da wird irgendwie ständig eine Nations League erfunden und dann spielen die mal dienstags, mal sonntags, mal montags. Also das hat sich sowieso dann verbessert. Aber gleichzeitig ist dann nicht mehr dieses Ding, wo du denkst, oh, Deutschland spielt. Und das konnte man ja dann auch an den Einschaltquoten ablesen. So, das ist ja immer weniger geworden. So, das ist immer weniger geworden. Und dann hat es jetzt diesen Klimax Katar gehabt, wo, glaube ich, 40% weniger geschaut haben. Und dann, ja, wie soll ich sagen? Also, das Interesse und am Anfang, ich glaube, also bei 93 haben wir das schon angesprochen, da sprechen wir das schon seit 6 Jahren an. Und sagen, ey Leute, da läuft was in die falsche Richtung, hier Nivea und Oliver Bierhoff, bla, bla. Da hieß es dann immer, okay, so dieser Stadion-Fußball-Fan, der ist eine aussterbende Art, weil die Eventis kommen. Ja, Leute, die sind nicht gekommen, ne? Die sind weder bei Wolfsburg gekommen, die sind nicht bei Hoffenheim gekommen, die sind nicht bei Leipzig gekommen, die sind auch nicht bei der Nationalmannschaft gekommen. Das heißt, diesen eher einfachen Kunden, den alle haben wollten, und den wollte der DFB ja haben mit dem Coca-Cola-Fanclub. Und das ist, glaube ich, wirklich alles, was man über den DFB wissen muss, dass er diesen Fanclub inklusive dieser Choreografien existieren lässt. Dann brauchst du dich nicht wundern. Leute, macht euch klar, was die für Choreos machen. Das ist im Endeffekt eine Satireveranstaltung, die völlig ernst gemeint ist. Und welcher normale Fußballfan soll da zu Hause sitzen und denken, ja, geil, da ist das was, da hinten, da steht Volley. Oder steht, auf geht's. Oder, also, das ist so, wo du denkst, Leute, das entfremdet mich, das schockiert mich. Ihr zieht das so durch. Ihr wollt vielleicht Leute haben, die dann brav diesen Coca-Cola-Fanclub abonnieren, damit sie sich da schön ihre teuren Tickets kaufen für irgendein unbedeutendes Freundschaftsspiel. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen, Leute. Mhm. So, und dann muss ich dann anfangen zu überlegen, warum. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe überlegt, ich habe Rudi Völler jetzt geholt, dann muss ich sagen, ja, dann hast du nicht lang genug überlegt, mein Freund. Na, haben sie auch nicht. Es waren 4 Wochen. Auch in 4 Wochen hätte man rausfinden können, was das Problem ist. Ja, ich glaube, dann hängt das aber auch wieder mit den handelnden Personen zusammen und dann funktioniert es halt dann wieder nicht. Ja, ich verstehe das, aber weißt du, das Ding ist, wir tun alle so, als wäre das ein mega aufwendiges Konstrukt, sich hier irgendwas auszudenken. Also ja. Der DFB muss jetzt nicht einen neuen Antikörper entwickeln. Das ist kein Impfstoff. Das ist wirklich ein simples Ding. Du musst einfach sehen, ich muss irgendwie mit ein paar Leuten sprechen, ich muss das Gefühl entwickeln, was gerade wirklich in der Fanszene los ist. Und dann muss ich überlegen, womit greife ich die Leute noch? Und womit greife ich vielleicht auch eine jüngere Generation an Leuten. Und ganz ehrlich, es gibt Agenturen, die sowas machen, die darauf auch spezialisiert sind, die auch natürlich auch durch Marketing auch schon lange herausgefunden haben, was da gerade so abgeht, auch bei jüngeren Generationen, dann kriegt man das eigentlich hin. Aber das Problem ist, wenn die versoffene Weißbiergesellschaft des DFB halt in ihrer Bräsigkeit und in ihrer Tatsache, dass sie denken, dass sie so lange im Fußballgeschäft sind und alles besser wissen, halt immer weiter den gleichen Spin fahren, ja, dann kann halt nichts besser werden. Und das Problem ist halt, dass du aus diesem Kreisel der was weiß ich, Fußballfunktionäre, wie sie sich ja ganz gerne auch selber nennen, auch wahrscheinlich da nicht mehr rauskommst. Und das ist halt das Problem. Da muss man halt irgendeiner dazwischen. Aber wir haben es jetzt wortreich diskutiert. Wenn mir Dennis jetzt noch seine Option nennt, wen er gerne gesehen hätte, dann können wir ja weiterfahren. Ja, Marvin, wenn ich das so einfach beantworten könnte, wen ich da gerne gesehen hätte, ich denke, kann mich euch nur anschließen. Rudi Völler für mich auch einfach jemand von gestern. Ich glaube, mit Eventfans, weil einer von euch hatte gerade ja Eventis angesprochen, ich glaube schon, dass die vielleicht mal kurz da waren. Aber was ist das Problem bei den heutigen Eventfans? Es gibt eine andere
einen anderen Event und dann wechseln die eben auch so schnell, wie sie gekommen sind. Und eben diese Eingefleischten, die Fans, die wirklich jedes Spiel angucken, egal, auch ins Ausland gefahren. Marvin, die Zeiten früher, wo wir den ganzen Ostblock abgefahren haben, um im Endeffekt die deutsche Nationalmannschaft zu sehen, verrückt, Wahnsinn, kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Und von dieser Generation gibt es einfach kaum noch welche, weil sie sich nicht mehr abgeholt fühlen. Dementsprechend, ich bin voll bei euch. Es ist viel falsch gelaufen. Die Antwort aus der Fehleranalyse, und ich denke mal, dass tatsächlich eine Fehleranalyse stattgefunden hat bei denen, zu sagen, es lag aber ja nur dran, weil die Medien falsch berichtet haben und dementsprechend haben die Fans Katar nicht geguckt und dementsprechend sind die Deutschen ausgeschieden und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn keiner guckt, dann strengen die sich nicht an. War es ein Quatsch? Wenn das natürlich die tatsächlich das Ergebnis der Fehleranalyse ist und du dann sagst, na gut, dann muss Bierhoff gehen und wir holen Rudi Völler, dann ist natürlich der, die haben tatsächlich dann einen an der Klatsche ein bisschen, aber ich habe keine bessere Wahl momentan, beziehungsweise bin ja so, habe ja sowieso nichts zu sagen in diesem Verein. Ja, dementsprechend müssen wir das nehmen, was wir bekommen haben. Mich holt es nicht ab und ich werde auch weiterhin lieber das Geld in die Eintracht, Ticketfahrten etc. stecken, anstatt in die Nationalmannschaften. Da sind wir bei einem weiteren Problem. Es ist ja auch so, dass du heute Unmassen an Geld auch für diese Tickets für die Nationalmannschaft hinlegen musst. Wenn du da jüngere Leute abholen willst, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, hier auch an der Preisspirale ein bisschen zu drehen. Aber gut, zu viel zum Thema und ich habe keine Option. Ich weiß trotzdem, mich lässt es nicht los, sorry. Aber wer hat denn gedacht, boah, wir haben, uns fehlen die Fans? Der Rudi Völler, der wird das in Leverkusen ja wissen. Der weiß, wie es ist mit fehlenden Fans. Ja. Nein, ich verstehe die Gedankengänge wirklich nicht. Und das treibt mich jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt hier intensiver darüber reden, um zu denken, ja, wie soll das gehen? Und Marvin, du hast gesagt, diese Weißbiergesellschaft. Aber Dennis hat den entscheidenden Punkt genannt. Es wird doch überall probiert. Das kannst du auf viele Sachen übertragen. Du hast bei Hoffenheim, haben die es ja auch probiert. Bei Hoffenheim wurde uns erzählt, ja, warte mal, bis die Tradition haben, das wird wachsen, die Leute werden immer mehr Fans werden, bla 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 bla. Wurde künstlich probiert zu pushen, hat nicht funktioniert. Bei Wolfsburg das Gleiche und aktuell kannst du es bei Leipzig beobachten, mit welcher Vehemenz die ständig probieren, sektenartig zu wiederholen, dass sie ja ganz normaler Fußballverein sind. Und die sind ja ganz normal und man muss ja, und alle Journalisten, die dann in irgendeiner Suppe schwimmen, sagen, ja, da muss man langsam, jetzt ist auch mal gut, man muss das anerkennen. Trotzdem ist das nicht passiert. Und genau das Gleiche hat der DFB auch probiert. Der DFB hat genau das, was Dennis gesagt hat, so die aktiven Fans und was Marvin auch gesagt hat, hätte ich mal die Fans sehen, und nein, haben wir nicht gemacht. Die haben gesagt, wir wollen irgend so einen Exit through the Gift Shop Fan haben, weil es ist ja immer eine Nationalmannschaft, das funktioniert immer, das gucken ja hier 18 Millionen Leute, laut unseren GFK-Boxen und so ein Kram. Und, ja, nee, so, ja, so ist es doch. Und dann ja, denkst du, ja, das muss ja klappen. Wenn 18 Millionen das schauen, dann werden ja wohl 50.000 in Frankfurt ins Stadion kommen. Und dann merken die, ach, liebe Zeit, die kommen ja gar nicht. Warum kommen die denn nicht? Ja, warum kommen die denn nicht? Weil man das nicht erzwingen kann. So, und das ist, damit habe ich echt ein echtes Problem, weil die jetzt denken, dass die das irgendwie rekonstruieren können, was 2002 passiert ist. Und 2002 war eine ganz andere Zeit. So, da hat niemand was von dieser grauen Nationalmannschaft erwartet, mit Carsten fucking Janka. Und dann kam irgendwie Rudi Völler, der in Leverkusen damals irgendwie einen Lauf hatte, und hat dann diese Nationalmannschaft tatsächlich, keiner weiß, glaube ich, bis jetzt wie, außer Oliver Kahn, die da ins Finale gekommen sind. Und dann ist da irgendwie so eine natürlich gewachsene Euphorie entstanden, weil es überraschend war. Hm. Plus 4 Jahre später stand eine WM im eigenen Land doch bevor. Da ist es dann bis zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen organisch gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl, ab 2006 hat es angefangen, dass man gedacht hat, okay, wir überdrehen das Rad immer weiter. Das ging eine Zeit lang gut, dann ist man Weltmeister geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch noch gefreut. So, dass ich erinnere mich nicht, dass ich bei dem WM-Finale dachte, oh nee, die sollen nicht gewinnen, sondern ich habe den Bock, dass sie Weltmeister werden. Ja. Aber seitdem, wann war das, vor 8 Jahren? Ja. 2000, ja. Exakt, ja. Und seitdem haben die es tatsächlich nicht geschafft, das zu erneuern. Ich glaube, diese ganze Crew um Oliver Bierhoff hätte nach dem WM-Sieg einfach zurücktreten müssen. Erinnert das wäre okay dran, gewesen. Mhm. Nein, erinnert euch dran, es gab vorher schon die Diskussion über dieses Campo Bahia Dingsbums da. Ja. Und man da irgendwie dann einfach ein ganz neues Ding baut, weil uns reicht das hier alles nicht.
Das ist dann irgendwie untergegangen wegen dem Weltmeistertitel, aber danach hat man es wirklich verpasst zu sagen, okay, wir hören jetzt auf und wir müssen in eine neue Zeit, weil man hat immer nur das Gefühl gehabt, das wird alles wieder bewahrt und bewahrt und bewahrt und bewahrt und bewahrt. Und jetzt hast du mit zwei Vorrunden aus Dingern plus sinkenden Einschaltquoten plus Zuschauerzahlen, wo du keine großen Stadien mehr fällst, plus auch, dass die Trikots dir hinterhergeschmissen werden, weil die auch keiner mehr kauft. Hast du dann gedacht, okay, ja, wir sind ein bisschen auf die Schnauze geflogen, Oliver Bierhoff geht und dann holen die Rudi Völler. Ja, ganz im Ernst, Leute. Das ist ja versteckte Kamera, Alter. Es ist wirklich ist so. Genau das. Es ist wirklich genau das, was du sagst. Es gab die Zeiten, ich meine, ich war 2010 komplett drin, überlegt euch, das war die Weltmeisterschaft in Südafrika, ne, da war ich komplett. Ja, da wir geil gespielt haben, hier Viertor gegen England, Viertor gegen Argentinien. Das war geiler Fußball, du hast richtig Bock gehabt und da hätte ich es irgendwie gefühlt, das wäre irgendwie verdient gewesen, aber natürlich wolltest du es 2014 dann auch nochmal sehen und dann haben sie es ja auch geholt und das war ja auch cool, aber danach hättest du sehen müssen, okay, jetzt sind die Zeichen der Zeit einfach gekommen, jetzt auf dem Höhepunkt treten wir ab, aber es ist halt so, ne, so Leute, gerade auch Bierhoff, der übrigens auch viel Gutes gemacht hat, ne, wir dürfen nicht sagen, dass das alles scheiße war, auf keinen Fall, aber das Rad wurde einfach überdreht und es war halt viel zu lang und naja, aber man merkt, wie halt die verkrusteten Strukturen halt dort laufen, dass es halt nicht besser wird, sondern sie auch immer auf neue absurde Ideen kommen. Naja. Naja. Haken wir das Thema jetzt hier mal ab. Vielleicht werden wir es zur gegebenen Zeit noch mal rausholen und uns das dann noch mal ein bisschen angucken. Vielleicht so in. Keine Sorge an alle Hörer, wir sind hier weiterhin beim Eintracht Frankfurt Podcast und das Thema Nationalmannschaft wird uns, denke ich, hier nicht mehr häufig begleiten. Nicht, keine nicht, Sorge. Nicht häufig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht einfach mit einem gewissen Abstand dann nochmal gucken, ob sich da jetzt doch vielleicht was getan hat, ob wir uns geirrt haben oder weiß nicht, mit welchen Absurditäten sie da noch irgendwie zum Gesprächsthema werden könnten, whatever, weil ich glaube schon, dass da noch die ein oder andere Absurdität um die Ecke kommt. Aber jetzt lass uns doch mal auf die Eintracht gucken, die ja jetzt auch seit geraumer Zeit wieder in der Saisonvorbereitung ist, die ein Wintertrainingslager hatte und dann jetzt zwei Tage frei hatte und seit Dienstag jetzt ja auch wieder sich rund um das Trainingsgelände und das Stadion auf das kommende Spiel am Samstag vorbereitet. Bevor wir allerdings über das Spiel sprechen, müssen wir vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen gucken, was hat sich denn jetzt sonst so, seitdem wir unsere letzte Folge kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, bei der Eintracht getan? Und was sich unter anderem getan hat, ist zwei Sachen auf dem in dem laufenden Transferfenster. Und zwar haben wir einmal einen Abgang zu verzeichnen. Ongoné ist verliehen worden nach Salzburg, von wo er ja kam. Da wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sich Tuta jetzt verletzen wird. War das für euch zu dem Zeitpunkt, als es bekannt war, eine nachvollziehbare Entscheidung, dass man gerade in der Innenverteidigung einen Spieler verleiht? Basti, du hast da, glaube ich, immer eine ganz eigene Meinung zu. Ja, also bei Ongoené habe ich es verstanden in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass man ihm in dieser Rückrunde, die unglaublich wichtig für die Eintracht ist und sehr viel Druck auf den Kessel ist, dass man da jemanden ranführen kann. Also ich glaube, der hatte so viele Probleme. Marvin hat es ja damals schon gesagt, dass er Malaria, glaube ich, hatte. Hm. Und dann ist er herangeführt worden, kam ihn nicht richtig rein, war dann auch verletzt. Ich glaube nicht, dass der seriös für diese Aufgaben, die uns bevorstehen, Wettkampfpraxis erlangt hätte. Deswegen, zu dem Zeitpunkt habe ich es noch verstanden. Ich hätte dann auch wirklich einfach gedacht, gut, man tauscht jetzt einfach. So, also ich habe eigentlich gedacht, Ongoené geht, hat mich eher beruhigt, muss ich sagen, weil ich dachte, jetzt ist es ganz sicher, dass wir jemanden neuen holen, den ich auch ehrlich gesagt ohne Tutorverletzung gern gehabt hätte. Ja. Ja, weil du bist natürlich jetzt auf der, ich meine, klar verstehe ich, dass man jetzt sagt, okay, da kann man jetzt keinen irgendwie ranführen, aber auch ohne den Tutor-Ausfall sind wir natürlich jetzt auch dadurch, dass wir ja immer noch volles Programm haben, auf dieser Innenverteidigerposition, wenn du jetzt nicht dauerhaft irgendwie da Löcher mit einem Jakic irgendwie stopfen willst, schon auch so ein bisschen schmal besetzt. Ich meine, du hast jetzt noch einen Ndika, du hast einen Smolcic, du hast einen Tuta, du hast einen Hasebe, der
ja, immer noch spielen kann, aber jetzt auch vielleicht konditionell nicht immer wieder so da durchstarten kann. Und du hast einen Touré, der aber ja auch jetzt erst zum Ende der Rückrunde wieder so ein bisschen dann eingestiegen war. Also zum Ende der Hinrunde, Entschuldigung. So richtig viele Möglichkeiten hast du halt auch da gerade nicht. Das, von daher, ich fand es schon ein bisschen merkwürdig. Aber Marvin, vielleicht kannst du mich erhellen oder mir erklären, was der tiefere Sinn dahinter ist. Nee. Nee, warum nicht? Nee, weil tatsächlich bin ich ja auch ein ganz klarer Verfechter, wie immer. Das ist jetzt, diesen Phantomschmerz schleppe ich ja schon Jahrzehnte mit mir mit, dass die Eintracht im Winter am besten immer noch einen Innenverteidiger holt, weil sie es oft genug nicht gemacht hat und dementsprechend in die Bedulle gekommen ist. Wir haben ja über Madlon Karma, Hagi Karma nicht. Also insofern ist es halt bei mir tatsächlich so, dass ich ganz klar davon ausgehe und hoffe, dass die Eintracht genau das sieht. Natürlich, Ongene finde ich total gut, dass er weg ist, dort bei Salzburg wieder Spielpraxis zu sammeln. Das scheint auch jetzt schon wieder ganz gut zu funktionieren. Da freue ich mich, da wird er uns dann im Sommer vielleicht wirklich eine neue Verstärkung, eine alte neue Verstärkung werden kann. Aber ganz klar ist für mich, und ich weiß, dass es divers auch betrachtet wird, dass es andere Leute gibt, die sagen, nee, wir haben genug Innenverteidiger. Aber für mich, weil sowohl ein Touré, sowohl ein Hasebe nicht die 1A-Lösungen sind, Hasebe, bester Mann, will ich gar nichts sagen. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen darum, so auch perspektivisch, dass du einen gleichwertigen Spieler zu einem Tutor, der jetzt vielleicht verletzt wird, weil wir wissen aber nicht, wie lang, ne? Und du brauchst halt jemanden. Ein Dika kann auch mal ausfallen. Die können auch mal die rote Karte haben. Und gerade, weil wir auf drei Wettbewerben noch tanzen, auch relativ hohe und hehre Ziele haben, ist es für mich essentiell, da nochmal nachzuhaken, ja. Weil Smolcic natürlich ein geiler Kicker ist, aber halt auch nicht optimal auf diesem, auf dieser Position dann verarbeitet werden könnte, wo beispielsweise jetzt ein Tutor ausfällt. Also insofern für mich ganz klar, da muss was passieren. Ja, ich meine, darf es natürlich jetzt auch nicht vergessen, du hast mit den Dika und Smolcic auch zwei Linksfüße, die wirst du wahrscheinlich sowieso ungern auf so einer Tutor-Position stellen und wir spielen halt mit einer Dreier-Fünfer-Kette, das heißt, du hast da halt einfach auch in den vielen Spielen, die ja jetzt dann auch kommen, halt auch immer sehr viel Belastung drin. Also so belastungssteuerungstechnisch ist es dann halt auch schwierig, wenn du halt exakt drei Innenverteidiger und zwei halbe Backups hast. Also tricky Ding. Okay, aber ich sehe, ihr seid da ähnlicher Meinung. Glaubt ihr denn, dass sich verstärkungstechnisch an dieser Stelle noch was tun wird, Basti? Du hattest es ja gerade angesprochen, deine Erwartungshaltung war, dass da noch jemand kommt. Jetzt ist die Vorbereitung mehr oder weniger rum. Am Samstag ist das erste Rückrundenspiel und die Transferperiode geht jetzt noch bis zum 31. oder 1. Das weiß ich immer nicht. Ich glaube bis zum 31. Ne? Also noch so rund 12 Tage. Glaubst du, da passiert noch was? Ich hoffe es ehrlich gesagt, ja. Also ich glaube es auch fast, aber Marvin hat es ja schon angesprochen. Das haben wir schon öfter mal geglaubt. Und ob das dann passiert, es kann halt wie bei dem Linksverteidiger laufen. Ich glaube, im Nachhinein ist ja dann auch rausgekommen, dass die Eintracht da an jemanden von Atalanta Bergamo dran war. Das hat dann nicht geklappt und dann wollte man nichts Verrücktes machen. Das ist ja prinzipiell auch gut, dass man dann, wenn eine Sache, die man auf die man Bock hat, nicht klappt, dass man dann nicht eine andere Harakiri-Sache macht. Das kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Ich meine, es gibt ja Gerüchte um diverse Innenverteidiger, unter anderem aus Belgien, aus der belgischen Liga. Und da gibt es irgendwie keine Ahnung, die wollen 15 Millionen, du bietest 11 Millionen, bla bla. Am Ende kann es sein, dann einigst du dich nicht und dann machst du halt nichts. Das ist dann situativ gefährlich, wenn du dann, wie gesagt, bei Tuta siehst, das kann halt schnell gehen. Was ist, wenn ein Dika sich jetzt plötzlich noch verletzt, dann stehst du da. Kann auch gut gehen oder du findest halt, hast halt noch jemanden auf der Liste. Aber ich glaube nicht, dass die Eintracht da inaktiv ist. Natürlich kann es sein, dass die keinen holen, aber ich glaube nicht, dass die keinen holen wollen, sondern dass das dann vielleicht aus gewissen Gründen finanziellerweise nicht klappt, weil momentan auch sehr wenig Bewegung im Markt ist. Und dass dann halt einfach, dass das dann platzt, dass du vielleicht probierst, Boré abzugeben und mit den Boré-Einnahmen den Innenverteidiger zu finanzieren, der ja scheinbar dann wirklich jetzt hier im höheren Regal ist und dann über 10 Millionen kosten soll. Und wenn Boré, wenn man sich da aber nicht einigt, dann klappt es vielleicht nicht. Also ich glaube schon, dass wir damit rechnen müssen, aber ich bin mir sicher, dass die es zumindest probieren, dass das Einzige, was ich sagen kann. Aber dann gehst du ja eigentlich von einem Kauf aus. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen überbrücken wollen mit einer Laie, oder? Denkt ihr nicht? Also im Endeffekt ein Leihgeschäft. Sein, ja. Ne, da, also gerade weil Tuta
der hoffentlich ja schnell wieder zurückkehrt. Ich weiß gar nicht, Sprunggelenk. Mal schauen, wie lange es dauert. Aber um einfach hier nicht, René, auch Korrektur. Wir sind immer noch in der Hinrunde. Es sind ja noch zwei Spiele aus der Hinrunde zu machen. Rückrunde beginnt ja dann erst in zwei Spieltagen. Trotzdem also hast du noch ein ganz schönes Programm vor dir. An dir ist auch so ein Beamter verloren gegangen manchmal. Ja, auf jeden Fall. Klar, logisch. Bester Mann, Manuel, Grüße hier an der Stelle. Er lebt auf jeden Fall ein sehr entspanntes Leben. Nein, aber Themawechsel. Der Diss nebenbei für unbekannte Leute, finde ich sehr gut. Themawechsel. Nein, es ist wirklich hier ein Problem, dass du einfach aufpassen musst. Ihr habt es genau richtig angesprochen, dass du nicht wieder in eine Situation gerätst, die nicht sein muss. Das heißt, bitte unbedingt hier handeln. Ein Kauf. Da bin ich auch wieder, genau, Basti, du sagst es, es kann natürlich sein, dass hier Gelder auch zum richtigen Zeitpunkt nicht frei sind oder nicht in der Höhe bereitstehen. Dementsprechend dann bitte Laie, aber da muss ich was tun. Da muss ich was tun auf der Position. Ich habe keine Lust, hier zu hoffen, oh Gott, hoffentlich gibt es keine fünfte gelbe Kartensperre, rote Kartensperre. Ihr habt es schon angesprochen, wenn wir hier mit Verletzungen dann anfangen, will ich jetzt gar nicht, weil dann ist es ganz grauenvoll und wie lange das dann sich zieht und was weiß ich. Also ich habe jetzt schon wieder Angst, dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass die Eintracht reagiert. Patricia, hast du irgendeinen Namen? Ich habe keinen Namen. Also ich habe wirklich nur auch das gelesen, was ihr auch gelesen habt, sicherlich, was Basti angesprochen hat aus Belgien. Ich glaube, William Pacho ist das, ja. Irgendwie ein 21-Jähriger. Aber ich glaube auch, das ist eine teure Lösung. Aber der hat ja wohl auch noch Vertrag bis, weiß nicht, 2026 hatte ich, glaube ich, heute gelesen. Ich meine. Das ist dann ja klar, dass das ein bisschen teurer wird, wenn der auch irgendwie was kann. Ich muss sagen, ich verfolge die belgische Liga nicht, also kann ich ehrlicherweise auch nicht allzu viel zu diesem Spieler sagen. Aber ich denke mal, die Preise ordnen das ja schon immer so ein bisschen ein. Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Eintracht da was macht, aber auch wie ihr es schon gesagt habt, halt nichts Dummes. Ne? Also wenn sich dann nichts ergibt, dann kein so Schnellschuss, der dann am Ende vielleicht dann auch finanziell mehr Schaden anrichtet, als dass es irgendwie hilft. Aber klar, sportlich gesehen wäre es schon wichtig, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass da was kommt, beziehungsweise dass da dran gearbeitet wird. Sonst würden diese ganzen Gerüchte ja auch gar nicht entstehen irgendwie, dass da immer was durchsickert, dass hier irgendwie vielleicht verhandelt wird und so. Das denken sich Menschen ja zumindest nicht immer einfach nur aus. Ich bin mal gespannt, es geht ja auch langsam so Richtung Deadline, Redline Day. Vielleicht kommt da auch was ins Rollen. Es kann ja ganz schnell gehen am Ende dann, wenn dann irgendwie doch noch jemand was loswerden will oder eben nicht. Und dann schiebt sich ja doch schnell nochmal was hin und her. Also ich glaube, das wird noch spannend hinten raus, muss ich sagen. Und ich hoffe, ja, dass das gut für die Eintracht ausgeht, weil ja, die Innenverteidigung ist ja, wir kommen ja auch immer wieder drauf zurück. Also das ist ja ein allgegenwärtiges Thema irgendwie, dass es da doch auch Verstärkung braucht. Und klar, vor allem langfristig, aber auch jetzt schon, wie man sieht, wenn da jemand verletzt ausfällt, wird es auch schon ganz schnell eng. Ja, plus halt die Kombination, dass man ja in der Auftakt-Pressekonferenz heute auch nochmal die Ziele bestätigt hat. Also man möchte Platz 4 verteidigen, man möchte wieder ins internationale Geschäft, also sich für das internationale Geschäft der nächsten Saison qualifizieren. Man möchte im Pokal weiter, man möchte sich in der Champions League jetzt in der K.O.-Runde gut verkaufen. Das sind natürlich auch alles, wenn du das als Ziel, als Botschaft dahinstellst, ist es halt schon einfach wichtig, dass du gerade auf so einer Position wie der Innenverteidigung da einfach auch stabil unterwegs bist. Also im Zweifel musst du Michael Hector zurückholen, der ist ablösefrei. War schon ein geiler Typ damals. Also wollte ich heute auch gerade sagen. Passen, ja, aber boah, sportlich jetzt vielleicht nicht, aber ne, also ja. So menschlich war das ein cooler Typ, muss ich sagen. Ja, so. Ja. Okay. Ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Transferfenster ist noch knapp 2 Wochen offen. Vielleicht überrascht man uns ja und hat dann da doch jetzt noch irgendwie entweder einen Transfer, den man jetzt vorzieht, oder geht tatsächlich den Weg über eine
eine Leihe mit Kaufoptionen für einen Spieler, den man sowieso irgendwie perspektivisch im Sommer holen wollte und dann da nochmal irgendwie über Gebühren das so ein bisschen aus regelt. Aber ja, ich so richtig dran glauben tue ich auch nicht, aber ein Funken Resthoffnung habe ich dann doch noch in mir. Patricia, du hast gesagt, dass du die belgische Liga nicht so sehr verfolgst. Wie ist es denn mit der MLS und kannst du uns was zu Paxton Aaronson sagen? Nee, die MLS verfolge ich leider auch nicht. Ach verdammt. Nee, der hat sich ja jetzt auch schon im Trainingslager beziehungsweise in Trainingsspielen hervorgetan und ich bin richtig gespannt, muss ich sagen. Ich will ihn jetzt nicht overhypen, weil das ja, schnell mal passiert bei jungen Spielern, die dann irgendwie auch ganz gut einsteigen und sich gut präsentieren und über die auch sehr viel Lob hereinbricht, zu Recht dann auch, wenn es gut war. Aber ich glaube schon, dass der echt cool werden kann, will da aber auch gar nicht zu großen Druck aufbauen. Also ich finde, ich glaube auch, dass die Eintracht das ganz gut macht, dass der jetzt erstmal in Ruhe aufgebaut wird und ja, je schneller es geht, desto besser natürlich, ne? Aber ich finde, dem Jungen sollte man die Zeit geben, die er braucht und dann kann ich mir vorstellen, dass der uns einige Freude bereiten kann, weil einen guten Einstieg hat er ja schon mal gemacht und jetzt ist er ja wohl auch für die US-Nationalmannschaft nominiert worden. Ich weiß gar nicht, worum es da ging und was die spielen, aber auf jeden Fall, auch das ist ja schon mal eine große Anerkennung und ein großer Schritt für ihn, denke ich mal. Mit Sicherheit ist das ein großer Schritt für ihn. Ich glaube, in den USA, das ist auch eins der Länder, wo Nationalmannschaft noch ein bisschen anders gesehen wird als bei uns. Aber jetzt, das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Marvin, wie sieht es denn bei dir aus mit Erwartungshaltung gegenüber Paxton Aaronson? Was erhoffst du dir denn von ihm als wahrscheinlich eher Transfer für die Zukunft? Genau, aber du sagst es ja richtig. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir in dieser Saison schon vielleicht ein paar Spiele von ihm sehen, wo er ganz befreit und ohne großen Druck jetzt schon mal ein bisschen an Ansätzen zeigen kann, dass es auf jeden Fall ein cooler Typ ist und der auch Potenzial hat. Ich habe von einigen sogar schon gehört, die auch mal beim Training dabei waren, die ihn schon mal im Training haben, erlebt haben. Die haben schon gesagt, dass sie total begeistert sind. Das hört sich natürlich immer schön an, aber wir müssen sehen, wie es auf dem Platz ist. Aber ich bin trotzdem recht optimistisch und ich glaube, dass die Eintracht, die ja auch ein paar Euro da für ihn bezahlt hat, durchaus sich da was gedacht hat. So roundabout 4 Millionen ist für 19-Jährigen, finde ich schon, ich finde es cool, weil das ist ein Transfer, von dem habe ich ein paar Wochen vorher nichts gehört. Der hat ein paar Tage vorher hat er sich dann doch so langsam angekündigt, aber ich finde das klasse. Die haben da die Augen drauf, die schauen, wer könnte zu uns passen und bauen dann jetzt sogar im Winter schon jemand total unproblematisch ein. Und du hast ja richtig gesagt, der Hype, den er natürlich mitträgt, dadurch, dass er jetzt in der Nationalmannschaft ist. Die Eintracht ist ja auch auf dem Markt dort ein bisschen unterwegs, hat ja auch, glaube ich, immer noch ein Büro. Es gibt ja mehrere Mitarbeiter oder zumindest einen Mitarbeiter, der dort ist. Da wird ja die Kooperation durchaus hochgehalten. Ich kann mir vorstellen, dass das alles dazu beiträgt, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, vielleicht können wir uns auf ein paar Einsätze gefasst machen. Es ist halt im Gegenzug zu diesem Riesenhype, den andere Spieler manchmal erfahren haben, Pepi beispielsweise bei Augsburg, ist es halt bei Aaronson halt ein bisschen niedriger. Und das ist genau das Ding. Pepi ist so mit riesen Erwartungen nach Augsburg gekommen, weil der sau viel Geld gekostet hat. Und am Ende, was weiß ich, was macht der mittlerweile? Ist wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Verein jetzt. Und bei Aaronson lieber tief stapeln und schauen, was er kann. Super. Ja. Und vor allem, der hat ja auch einen Bruder, der mittlerweile in der Premier League spielt, bei Leeds United, glaube ich. Ich gehe mal von aus, sein großer Bruder. Also scheinbar liegt da auch Talent in der Familie. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt. Aber wie du sagst, das ist, glaube ich, absolut wichtig, dass da nicht zu viel Druck aufgebaut wird und nicht zu viel der Fokus einfach auf so einem jungen Spieler liegt, der dann irgendwie wieder als das große Talent gehypt wird, weil das kann auch echt viel kaputt machen für Spieler, die vielleicht wirklich das Talent haben, aber dann irgendwie in so eine viel zu hohe Erwartungshaltung reingepresst werden und dann das ist sehen wir ja, was bei einigen passiert. Deswegen finde ich auch wichtig, dass du es nochmal gesagt hast.
Und was auch interessant ist, ne, überlegt ja mal, da, also der hat ja, kam ja von Philadelphia Union, und Philadelphia Union, da kennt man auch, soweit ich richtig in Erinnerung habe, hat ja auch Nikolov da schon gespielt. Also der wird ihn wahrscheinlich aber nicht mehr kennengelernt haben, aber ein Spieler, war der nicht sogar Torwarttrainer mal irgendwie für eine Zeit lang bei Philadelphia? Also aktuell ist er doch irgendwie bei LA, aber war der nicht auch ein Jahr bei Philadelphia Torwarttrainer? Genau, aber ich weiß nicht, ob sich das noch zeitlich noch überschnitten hat, aber was wesentlich interessanter ist, ist die Tatsache, dass der Co-Trainer dort Frank Leicht ist. Und Frank Leicht war ja in den Jugendabteilungen U19, U17 immer wieder bei der Frankfurter Eintracht und unter anderem auch mal zweiter Trainer vor ganz langer Zeit. Also und der wird mit Sicherheit auch mal irgendjemanden mal angerufen haben und gesagt, naja, also hier, ne, der Typ, der kann schon was. Also wer weiß, wir wissen nicht, aber die Expertise wird sich die Eintracht genau von ihm abgeholt haben, um dementsprechend dem Transfer ein bisschen mehr Futter zu geben. Insofern, I'm hopeful. Ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, dass die zumindest mal das Telefonat geführt haben. Wie du schon sagst, der hat eine Eintracht-Vergangenheit, da wird man sich schon mal auf kollegialer Basis kurz ausgetauscht haben im Vorfeld. Die Cowboys auf der Datenautobahn haben sich mit Sicherheit ausgetauscht. Die Cowboys auf der Datenautobahn, da sehe ich doch einen Sendungstitel für die Folge 500. Sehr schön, dann haben wir das auch vielleicht noch. Ja, das sind die beiden Transfers, die sich schon da aufgetan haben. Und dann gibt es ja auch noch Transfers, die eventuell noch passieren könnten. Und das hat auch ganz viel mit Laien zu tun. Gucken wir doch mal, wer eventuell noch wieder zurückkommen könnte, nämlich der gute Jens-Peter Hauge könnte zurückkommen, der ja aktuell nach Gent ausgeliehen ist und ich glaube bislang irgendwie eine sehr geringe Anzahl von Spielen da tatsächlich nur praktiziert hat und auch in ganz vielen Fällen nicht von Anfang an, sondern eingewechselt wurde, wenn ich das so richtig gesehen habe, und da steht tatsächlich im Raum, dass diese Laie vorzeitig beendet wird. Ich glaube, der hat sich das auch alles andere als so vorgestellt. Oder wie meinst du das, Dennis? Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, er kommt ja, wenn man es zumindest dem Vernehmen nach, nicht zu uns zurück, sondern soll dann im Endeffekt gleich weiterverliehen werden an einen anderen Verein. Ja, ich habe irgendwo gelesen gehabt, selbst die Verantwortlichen können es nicht ganz nachvollziehen, weil im Sommer ja dieser Transfer von beiden Seiten so gewollt war. Jetzt der Trainer eigentlich nur auf Eigengewächse oder ja, auf die eigenen Spieler baut. Hast richtig angesprochen, Heuge da überhaupt keine Einsatzzeit bekommt. Ja, im Endeffekt macht es so auch für uns die Laie hier überhaupt keinen Sinn. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir mit ein bisschen Glück einen weiteren Abnehmer bekommen, wo er dann auch die benötigte Spielzeit erhält. Denn wenn er nur auf der Bank sitzt und keine Einsatzzeiten bekommen, haben weder die noch wir irgendeinen Vorteil davon. Also macht der Abbruch der Laie an der Stelle auf jeden Fall Sinn und hoffen wir mal. Angeblich gibt es 4, 5 Interessenten, die ja in Frage kommen könnten, womit jetzt verhandelt wird. Also da läuft das Rädchen auch weiter. Ich glaube aber, eine Zukunft, gerade auch kurzfristig bei uns, sehe ich für Holger nicht. Ja. Wie seht ihr das denn? Wer möchte? Ja, also ich hab drauf gewartet, dass du Namen sagst. Aber natürlich, ich finde, wichtig ist, dass die Eintracht, und das fand ich super, was Krösche gemeint hat, dass sie ihn nicht fallen lassen, ne? Dass die auch an ihn glauben, dass sie weiter von ihm überzeugt sind. Weil ich bin einer der wenigen immer noch hoffnungsfrohen, man mag auch naiv zu mir sagen, was dann in Sachen Holge auch oder Helge auch durchaus okay ist. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich hoffe wirklich noch, dass das irgendwie passiert und funktioniert. Der braucht aber jetzt natürlich Spielzeit und der braucht Vertrauen. Und ich glaube, der Trainer, den er jetzt irgendwann bekommen wird, der muss auch sagen, ich will ihn haben und er kann zu einer Option werden. Und vielleicht ist dann eine Liga mit einem ein bisschen geringeren Niveau, natürlich Belgien war jetzt auch schon jetzt nicht unfassbar, also wir, Bastian und ich waren letztens in Ostende und bei allem Respekt, was wir da gesehen haben, war, ich sag mal, Hausmannskost, ja, muss man sagen, auch wenn es natürlich sehr leidenschaftlich war, aber das war jetzt nicht die Fußball-High-Class und wenn er vielleicht auf diesem Niveau oder vielleicht in Groningen, das ist ja ein Verein, der offenbar Interesse hätte, unterwegs ist und da seine Spiele macht, der muss nur wieder reinkommen, dann vielleicht geht da noch was. Ich muss auch sagen, in Groningen ist übrigens auch Pepi jetzt untergekommen, habe ich gerade gegoogelt, wollte ich nur mal einwerfen. Ah, ja, ja, verliehen. Ja, dann. Ja, und der scored da tatsächlich auch. Also der Pepi-Train ist noch nicht
angehalten, Marvin. Also von der ist quasi nur umgeleitet worden. Siehst du mal, wie fies ich war. Ja, das ist, da tue ich ihm Unrecht. Dann ist er Escort in Groning. Auch ein schöner Sendungstitel. Nee, also ich bin bei Jorge bin ich genauso drauf wie Marvin. Das Ding ist, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht mehr klappen wird, aber ich glaube nicht, dass das eine Graupe ist, muss ich sagen. Das ist eine Kopfgeschichte. Das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen, aber dazu muss es halt passen. So, also der muss jetzt auch Glück haben, weil ich glaube, es gibt viele Karrieren, die in der entscheidenden Phase halt Pech hatten und oder auch selber irgendwie mit sich gehadert haben und es dann nie geschafft haben. Also die Möglichkeit besteht bei ihm auch. Aber ich finde trotzdem, dass man in seiner, zumindest in seiner Anfangszeit, die gesehen hat, dass er schon Skills hat. Also der hat schon an gewissen Stellen was Besonderes gehabt und war auch vom Tor unkonventionell teilweise, aber auch trotzdem irgendwie, ich glaube, er hat sogar die ersten beiden Tore geschossen, als wir so schlecht in die Saison gestartet sind. Aber dazu muss halt jetzt langsam mal was passieren. Und ich bin gespannt, weil für ihn wird der Druck halt auch immer größer, weil er wird sich ähnliche Gedanken wahrscheinlich sogar noch schlimmer machen als Außenstehende. Also du bist ja als Spieler, dann denkst du so, beim AC Mailand hat es nicht so geklappt, dann bei der Eintracht hat es nicht so geklappt, habe gleichzeitig gesehen, wie Lindström abgeht. Dann bin ich verliehen worden, dann vielleicht greife ich nochmal an, dann klappt es da auch nicht. Das ist schon so wie der letzte Versuch beim Stabhochsprung jetzt. So, du weißt jetzt ganz genau, gut, also allzu oft sollte ich jetzt hier keinen Scheiß mehr bauen. Und das kann natürlich den Druck auch erhöhen. Ich glaube, dass man das nicht vergessen darf, zu sagen, okay, wie weit ist er in der Lage, seinen Kopf nochmal freizukriegen, um die Chance zu ergreifen? Wisst ihr, was ich meine? Also ja, zu sagen, ja. Klar. Weil es wird, die Chancen werden ja nicht mehr. So, das geht ja dann immer weiter runter. Und irgendwann, liebe Grüße an Lukas Tanjos, spielt halt in Magdeburg. Also es geht halt schnell. So. Und das kann aber genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen, wo man sagt, okay, krass, wer hätte gedacht, dass der nochmal so eine Entwicklung macht. Also es ist, bei ihm ist alles noch drin. Ich halte ihn weiterhin für einen guten Spieler und ich glaube trotzdem, dass bei Milan nicht nur Blinde waren, die damals 15 Millionen für ihn bezahlt haben. Ja, ich glaube auch, habt ihr es gelesen, er hat sich ja wohl auch während der WM Hilfe gesucht, also mental und körperlich, weil er wohl blockiert hat, also sowohl der Körper als auch im Kopf und das, ich finde, das zeigt sich halt auch, also der hat ja wohl irgendwie Angst, sogar Zweikämpfe einzugehen, erstens aus der Angst, sich zu verletzen, andere zu verletzen und der hat einfach viel zu viel nachgedacht, soweit, dass halt selbst sein Körper blockiert. Und das ist halt wirklich so ein Ding, kommst du da raus oder kommst du da nicht raus? Und da finde ich es stark und auch gut, dass er da jetzt einen Weg geht und versucht, sich Hilfe zu holen. Und ja, vielleicht hilft's dann auch nochmal im neuen Umfeld und halt jetzt mit der Therapie, was für eine Therapie das auch immer ist, das weiß ich gar nicht genau, in welche Richtung das geht, aber ist ja schon mal wichtig, dass das Problem irgendwie angegangen wird, weil ich glaube, wie Basti und Marvin auch, das ist kein schlechter Kicker und das hat man gesehen. Und ja, ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass sich das verbessert, weil es kann ja auch schnell kippen. Also manchmal muss ich wirklich ja nur irgendwas lösen und dann spielst du befreiter auf und hast ein paar Erfolgserlebnisse und dann kommt das Ganze wieder ins Rollen. Aber ja, es kann halt auch genau in die andere Richtung gehen. Deswegen wünsche ich ihm da wirklich von Herzen, dass das klappt, wenn, selbst wenn es nicht bei der Eintracht ist am Ende. Das ist ja erstmal zweitrangig, aber ja, jedenfalls ist er ja dran und mal schauen, wie das ja für ihn weitergeht jetzt. Ihr merkt, wir sind die letzten Verbliebenen des Team Höge. Es wirkt so, ja. Ja, es war aber, ich fand auch bei ihm extrem krass, wie auf ihn draufgegangen wurde, muss ich sagen, bei der Eintracht irgendwie, als er noch hier war vor allem. Mhm. Finde ich, ging, ich weiß gar nicht warum, also nur weil es ein Spieler ist, der sich jetzt, ja klar, wahrscheinlich wegen des Preises, der auch für ihn gezahlt wurde, aber da kann er ja nichts dafür und natürlich nimmst du die Chance an und gehst dann zu einem Verein, der ja auch was bietet. Man muss ja sagen, die Eintracht bietet mittlerweile ja auch einiges und ja, weiß ich nicht, ich fand es bei ihm irgendwie extrem krass, so dieses, ja, diese negative Stimmung um diesen Spieler herum und hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Das, also es geht ja auch nicht spurlos an dir vorbei. Ja, definitiv. Ja, schauen wir mal, was sich da in den nächsten 2 Wochen bis zum Ende des Transferfensters auch an dieser Stelle noch tut.
Wo sich auch noch was tun kann, leihtechnisch, diesmal aber wieder in die andere Richtung, aber auch vorzeitige Beendigung einer Leihe, ist die Geschichte rund um Luca Pellegrini. Da wird ja auch immer wieder gerüchtet, dass da die Leihe von Juve eventuell frühzeitig beendet werden könnte und er dann irgendwo anders da tatsächlich dann hingeht. Ich glaube, der letzte Verein, der da genannt wurde, war Lazio, ne? Ja. Genau. Also könnte sein, dass da noch was passiert. Wie würdet ihr das einschätzen? Wäre das ein herber Verlust für uns, für diese linke Außenbahnposition? Oder sagt ihr, ja, wir haben ja mit Lenz eine Alternative. Basti, du hast da, glaube ich, auch wieder eine sehr eigene Meinung, oder? Ach, das kommt hier auf den Ersatz an. Also ersatzlos würde ich den nicht abgeben, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass viele Leute den nicht mögen, aber ich mag ihn. Und ich halte ähnlich wie bei Jorge nicht das Problem, dass der irgendwie nichts kann, sondern dass das auch im Kopf ist. Vielleicht passt die Mentalität auch nicht zu Glasner, vielleicht passt die Mentalität auch nicht ins Spielsystem oder in die Bundesliga, ich habe keine Ahnung. Aber der Typ kann definitiv kicken. So, der ist taktisch gut ausgebildet, aber vielleicht passt es halt nicht. Und wenn man sagt, hier, wir sparen das Geld und holen dafür einen anderen, dann bin ich der Erste, der sagt, hier, lass ausprobieren. Mit Pellegrini ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass das jetzt nochmal schnell besser wird, auch wenn sie trotzdem noch da sein könnte. Und wenn du dann jemanden hast, der irgendwie, keine Ahnung, schneller helfen kann, bin ich der Letzte, der Nein sagt. Aber ersatzlos, wie bei Nguyené bis jetzt, würde ich den nicht abgeben, ehrlich gesagt, weil wer weiß, wie oft Lenz wieder verletzt ist. Also dann lieber die Leihe bis zum Ende der Saison noch weiterlaufen lassen und dann nach einem langfristigen... Bevor ich jetzt gar nichts mache, soll ich jetzt... also wir haben doch links eh keinen. Ja, Knauf, dass du wieder Knauf stellst, aber kann ja auch nicht die ganze Saison die Lösung sein, ne? Auch gerade mit den, man muss ja immer, jetzt ist ja, das Verrückte ist ja dran, René, du hast, glaube ich, gesagt, es wurden nochmal die Ziele definiert, ne? Bestätigt. Dass du wirklich Platz, oder bestätigt, dass du Platz 4 halten willst, dass du mitspielen willst, in den Wettbewerben willst dich ausscheiden, du willst am liebsten noch eine Runde weiter in der Champions League, noch schön im DFB-Pokal plus in der Bundesliga Platz 4. Da muss ich mich fragen, dann passt es für mich nicht dazu, wenn wir hier an keiner Stelle noch nachbessern, weil dann, da müsste ja alles perfekt laufen. Jeder müsste im Endeffekt 110 seine Leistung bringen über die gesamte Zeit. Keiner braucht eine Ruhepause. Das funktioniert nicht. Da muss ich wirklich sagen, es klappt einfach. Wir haben es gerade gesagt. Dann verkaufst du aus der Abwehr noch jemanden oder verkaufst in Anführungszeichen, gibst halt wieder ab, löst die Leihe auf. Das kann nicht sein, ohne dass du im Endeffekt einen adäquaten Ersatz hast. Und ja, ich bin auch bei dir, Basti, Pellegrini hat Potenzial. Ich würde mich aber freuen, ich glaube, hier muss ein neuer Impuls her, weil irgendwie funktioniert es dann doch nicht so, wie man es sich wünscht. Auch für mich war tatsächlich dann Knauf teilweise die bessere Alternative auf links und das kann eigentlich nicht sein. Ne? Also da würde ich mir schon wünschen, dass man vielleicht auf der Seite nochmal von der Qualität her einen ähnlichen, der einfach jetzt nochmal schnell greift und das ist, glaube ich, schwierig genug zu bekommen. Zumal Linksverteidiger ja auch historisch gesehen schon immer so eine Position ist, wo du auch tendenziell wenig Auswahl hast. Das ist Rechtsverteidiger angeblich auch, muss man gucken. Hatten wir eine ganze Menge Rechtsverteidiger. Aber gut, ja, schauen wir mal. Auch da wird sich das wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen... Es wird sich was tun, sobald ein Transfer irgendwie über die Bühne gegangen ist. Ja, und ich glaube, ist halt irgendwie schwierig gerade, weil da so richtig konkretisieren tut sich da nichts. Nee, und ich glaube, die Eintracht wird halt jetzt nicht krass ins Minus gehen. Also ich kann mir vorstellen... Wenn sich auf was auftut und du sagen kannst, ah, guck mal, ich bekomme einen, den ich im Sommer wollte, jetzt schon im Winter und dafür muss ich eine moderate Ablöse zahlen, weiß aber, dass der mir dann sofort schon helfen kann. Klar, dann wirst du das machen. Alles andere wird ohne einen Top-Transfer, also einen Top-Abgang, nicht unbedingt stattfinden. Und dementsprechend, das bleibt auch jetzt wieder spannend. Ich hoffe halt, dass die Eintracht perspektivisch den Gelüsten großer Vereine einigermaßen etwas entgegenzubieten hat. Ja, weil da mache ich mir natürlich schon Sorgen, weil ich will eine Offensivkonstruktion bei uns nicht wirklich irgendwas verändern und hoffe, dass auch selbst unser Mittelfeld mit Zoe, das wird auch nicht passieren, aber dass die alle zusammenbleiben, aber dementsprechend
Vielleicht gibt es ein Rädchen, was sich anfängt zu bewegen und dann müssen wir sehen. Ansonsten hoffe ich vielleicht, dass zumindest auf der Linksverteidigerposition tatsächlich noch andere Clubs vielleicht ein paar Spieler haben, die wir dann nicht, die wir vielleicht bräuchten. Aber du hast ja gesagt, da hast du ja vollkommen recht, René, so viele gute Linksverteidiger, wenn wir auch in den Nationalmannschaften gucken und sehen, wer da so manchmal rumdachs auf den Außenbahnen, ja, gibt's halt nicht. Ja, ja. Na, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, aber ist klar, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, wenn da jetzt nicht irgendwie auf der Habenseite jetzt noch irgendwas auftaucht, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel einen Wechsel von einem Boré noch irgendwie realisierst, dann wird man da jetzt nicht in den unendlich großen Invest gehen. Und dann ist halt auch immer wieder die Frage, wenn du das nicht tust, kriegst du dann wirklich einen Spieler, der uns irgendwie sofort hilft, oder ist das nicht eher so ein zweites Backup für, wenn es halt ganz eng irgendwie wird? Ja. Schauen wir mal, wir werden das definitiv zur Genüge beleuchten. Ich hatte jetzt hier noch, als ich die Sendungsvorbereitung gemacht hatte, hatte ich noch das Thema mit Trapp und den Bayern aufgeschrieben. Das hat sich ja dann auch glücklicherweise seit heute jetzt final erledigt, dass sich da nichts mehr tut, beziehungsweise da war es ja vorher schon die Aussage, dass Kevin Trapp definitiv bleiben, werde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig gefunden, wenn er dann da tatsächlich zu den Bayern gegangen wäre. Aber das Problem soll uns ja jetzt nicht weiter irgendwie beschäftigen. Und dann steht ja auch immer noch die Frage der Vertragsverlängerung bei Olli Glasner im Raum. Ich persönlich bin der Meinung, dass dem ganzen Thema gerade ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, und ich hätte da gerne mal eure kurze Einschätzung dazu. Du hast gedacht, das kriegt zu viel Aufmerksamkeit, dann spreche ich es doch mal hier an. Nee, wir können das relativ kurz halten. Ich würde einfach nur gerne wissen, wie seht ihr das? Seht ihr das auch so, zu viel Aufmerksamkeit, oder ist das für euch jetzt ein absolut entscheidendes Thema gerade? Also, was wir jetzt alles sagen, ist Glaser selber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach genauso gesagt, dass er sagt, Leute, was soll ich da jetzt rumlabern? Wir wissen noch nicht, was im Sommer ist, wir wissen es jetzt auch nicht, und am Ende ist es wichtig, dass intern richtig kommuniziert wird. Und mir hat die Aussage von Glasner gereicht, dass er einfach das realistisch einschätzt und nicht in der Scheiße labert, von wegen, ich bleibe auf jeden Fall und bla bla bla. Ja. Ich weiß nicht, wir werden es jetzt eh nicht seriös beurteilen können, weil davon viel auch davon abhängen wird, was jetzt passiert, sportlich auch. Mhm. Ich glaube, wenn die Eintracht jetzt Zehnter wird, dann kann es schon sein, dass der im Sommer geht. Wenn die Eintracht sich wieder für die europäischen Plätze qualifiziert, kann es sein, dass er noch ein Jahr bleiben will, weil er danach auch noch irgendwie einen Top-Job kriegen wird. Und dann kommt es halt darauf an, wer sich melden wird. So, das sind genau diese Faktoren. Und ich glaube, die können alle jetzt noch nicht einschätzen, inklusive ihn. Also von daher ist es mir lieber, als wenn der da zum Hütter nochmal abzieht. Beziehungsweise war das ja auch nicht nur Hütter, sondern die komplette Führungsetage. Also Bobic war dann weg und dann war Hütter, hatte keinen Ansprechpartner mehr, bla bla. Die Gefahr sehe ich nicht. Wenn Glasner im Sommer geht, ist das wieder ein Kompliment für die Eintracht, weil ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen, nach Kovac, Hütter und wie sie alle heißen. Mittlerweile müssen wir die Trainer nicht mehr loswerden, sondern mittlerweile werden uns die Trainer gekauft, und das ist ja immer noch ein gutes Zeichen. Das ist was, ja. Man könnte natürlich schauen, ob man tatsächlich hinbekommt, wenn der 23 so ein erfolgreiches Jahr wird, und ja, vielleicht kannst du dann sogar noch eine Vertragsverlängerung mit ihm machen, dann kann er hier noch ein Jahr bleiben und kann dann 24 für eine ordentliche Ablöse gehen. Mache ich mir aber eigentlich weniger. Also da muss ich auch sagen, bin ich voll bei euch, da mache ich mir wenig Gedanken. Jetzt eine Vertragsverlängerung würde überhaupt keinen Sinn machen. Abwarten, was jetzt das Jahr bringt, ob die Ziele erreicht werden konnten. Und dann gerne eine Vertragsverlängerung, damit du im Endeffekt dann entweder ja 24 oder 25 oder was weiß ich auch immer er uns dann vielleicht auch für einen kleinen Obolus noch verlassen kann, und bisher hat es doch immer ganz gut geklappt. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Gut, dann können wir, glaube ich, hier den großen Passus an aktuellen Themen abhaken und uns ein bisschen mehr auf die Themen konzentrieren, die da bevorstehen. Die Bundesliga geht nämlich am Samstag wieder los. Und die Eintracht darf in der kommenden Woche direkt dreimal ran. Jetzt am Samstag gegen Schalke, am Mittwoch gegen Freiburg und dann am nächsten Samstag, wenn ich mich nicht vertue,
schon gegen die Bayern oder war das das Freitagsspiel? Das muss ich gerade einmal. War das Samstagspiel, ne? Samstag, glaube genau, ich. Samstag, ja. Genau. Und wie gesagt, jetzt am Samstag geht es um 15.30 Uhr ran gegen Schalke zu Hause für uns. Ja, mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchem Blick geht ihr denn in dieses Schalke-Spiel rein? Herr Marvin, Sie haben wir schon länger nicht mehr gehört. Ich gehe damit rein, dass die Eintracht auf jeden Fall 3 Punkte holen muss. So, große Überraschung gegen den Tabellen 18. Weiß aber, dass wir uns generell ja immer gegen Tabellenendkinder oder wie sagt man? Naja, Kellerkinder. Tatsächlich ja wirklich oft schwer tun. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass die Eintracht das ernst nimmt. Ernster als wir vielleicht, wenn wir darüber so Larifari reden, sondern dass sie halt wissen, okay, ein guter Start aus der Winterpause kommt, ist jetzt extrem wichtig. Und mein Ziel und meine Hoffnung ist, dass die das komplett ernst nehmen und die ersten 3 Punkte einfahren und dann die erste wichtige Hürde genommen ist. Also insofern, die Eintracht muss gleich zeigen, dass sie voll am Start ist, auch wenn es weh tut und wenn es mit Sicherheit noch ein paar Reibungsprobleme geben wird, aber das ist notwendig. Okay. Was sagen denn die anderen? Patricia, wie ist so dein Blick auf dieses Spiel? Ja, jetzt geht's wieder los mit dem, die Eintracht tut sich ja immer schwer gegen Tabellen, Kellerkinder der Tabelle. Es stimmt ja auch, aber es geht wieder los. Ich sehe es ähnlich wie Marvin. Man sollte und muss da eigentlich schon mit einem Sieg reinstarten. Ich glaube, Schalke hat aktuell auch Verletzungsprobleme. Ziemlich viele sogar, ja. Genau, das wird nicht helfen. Wobei, wer weiß, was sich da für ein Juwel findet irgendwie durch Verletzungs, aber ich will es jetzt hier nicht jinxen. Alles in allem hofft und erwartet man eigentlich 3 Punkte, weil wir wissen es, die Eintracht ist auf dem Papier und hat es ja auch schon gezeigt, die stärkere Mannschaft. Und wenn du komplett realistisch und irgendwie ohne Emotionen daran gehst, sollte das ja eigentlich machbar sein. Aber klar, du weißt halt nie, es war jetzt eine längere Pause. Wie kommen Mannschaften aus so einer Pause raus? Und das ist so der Punkt, der mich so, ja, ich kann jetzt halt irgendwie nicht einschätzen. Die Pause war so lang, ich kann nicht mehr einschätzen, wo steht die Eintracht aktuell, weil ich nicht weiß, was diese Pause mit dieser Mannschaft gemacht hat. Können wir anknüpfen daran, wo wir aufgehört hatten? Oder musst du irgendwie dich erst wieder finden und hast so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten? Das wird sich jetzt zeigen. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, man startet da erstmal direkt furios rein und kann dann irgendwie mit gutem Gewissen in die bald Rückrunde gehen. Aber ja, wird sich zeigen. Bin gespannt, weil aus dem Trainingslager hat man ja auch gehört, es war irgendwie gut, aber es gab natürlich auch noch Punkte, an denen man arbeiten muss. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Standardsatz. Also ich glaube, das sagt jeder Trainer immer und das sagt jeder Trainer auch nach jedem Training, weil du immer noch irgendwas findest, was du verbessern kannst. Von daher, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich nicht zu hoch hängen. Ich lasse mich überraschen, aber hoffe und ja, erwarte auch schon so ein bisschen von der Eintracht, dass sie sich da zumindest gut präsentiert und Punkte mitnimmt. Das muss sein. Also ich muss sagen, tatsächlich alles als weniger als ein Dreier wäre hier eine Riesenenttäuschung. Das ist klar, du kamst, musst ja sagen, der letzte Spieltag war, glaube ich, auch gegen Mainz ein Unentschieden gewesen, kurz vor der Pause. Mhm. Dementsprechend, gut, Mainz ist jetzt nicht ganz so weit hinten wie natürlich Schalke. Die Torgefahr, die Schalke in der Hinrunde beziehungsweise in den ersten 15 Spielen nicht ausgestrahlt haben, glaube ich, konnten sie jetzt auch in dem Wintertrainingslager nicht unbedingt von heute auf morgen umschalten. Nee. Heißt, für uns ist es eigentlich das Wichtigste, dass du stabil hinten auch mit dem Tuta-Ausfall umgehst, die Spieler, die zur Verfügung stehen, einigermaßen performen und dann mache ich mir ja eigentlich keine Sorgen, dass du gegen Schalke 3 Punkte holst. Schwieriger, das tatsächlich ist hier bei, dass du eben nicht überpaced oder den Gegner im Endeffekt hier, wie er richtig sagt, zu locker nimmst. Weil das größte Problem ist ja bei der Eintracht doch eigentlich auch in den vorherigen Spielen immer gewesen, dass du gesehen hast, wenn du
zu locker gespielt hast und hast so dumme Tore bekommen, ist es super schwierig, auch gegen Schalke dann nochmal den Hebel umzudrehen. Das heißt, diszipliniert, aber da ist mit Glasner, haben wir da genau den richtigen Mann, der die richtig einstimmen wird. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir hier zu locker an die Sache rangehen. Und dann wird das vielleicht zwar nicht das schönste Spiel, aber ich denke schon, dass wir hier mit 3 Punkten rausgehen. Ja, und dann ist da noch die schwierige Frage der Aufstellung. Die Ehre kommt jetzt dir zutage, Basti. Wie würdest du denn gegen Schalke aufstellen? Ja, die Abwehr ist wahrscheinlich das Einzige, was offen ist, oder? Wahrscheinlich, ich gehe mit Jakic. So, der ist ein bisschen so ein Außenseiter in der Diskussion. Smallschutz ist ja angeblich an allen vorbeigezogen, aber da tut er nicht dabei ist, sehe ich Smallschutz jetzt noch nicht, weil den würde ich, wenn er für die Mitte sehen. Also Hasebe kommt bei mir in Mitte, Dika links, Jakic rechts, Innenverteidiger, dann Ebimbe, Knauf auf den Außenbahnen. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Wen brauchen wir noch? So. Ja. Und Kamada. Und dann Götze Lindström. Das heißt, du setzt Knauf nach links und Ebimbe nach rechts. Ja. So mache ich das. Und ich Hasebe in der Dreier-Innenverteidigung mit Endika und Jakic. Also du hast keinen Smolcic dabei. Nee, ich wüsste nicht, wie man den da reinbasteln soll. Außer wenn Hasebe dann draußen bleibt. Aber warum sollte man den draußen lassen? Ich glaube, der ist wichtig momentan. Gerade für diese Spiele, weil ihr habt es schon angesprochen, das wird, glaube ich, so unglaublich anstrengend, das Spiel. Die haben 9 Punkte, die müssen gewinnen. Die haben 1000 Verletzte, das heißt, die haben auch keinen Druck. So, die kommen hierher und denken, meine Güte, da kommt irgendein junger Kerl, der unbekümmert hier aufspielt. Am Ende steht 1-0 für Schalke, wer weiß das schon. Das wird nicht so einfach, wie man denkt, weil genau diese Spiele waren in der Hinrunde das Problem und eigentlich in den letzten Jahren immer das Problem. Der Eintracht sind diese Spiele. So, und ich glaube schon, dass Reis Mannschaften aufstellen kann, die zumindest kämpfen und gut organisiert sind. Und damit wird die Eintracht Probleme haben. Ich glaube nicht, dass die Eintracht die 3-4-0 weghaut, sondern das wird harte, harte Arbeit. Vielleicht muss man sich ein bisschen, wie man es gegen Union gemacht hat, einfach sagen, hier Leute, habt ihr auch mal einen Ball. Guck mal, was ihr damit anfangen könnt. Und spielen die dann zweimal her oder gewinnst vielleicht sogar schon eine Standardsituation, mein Gott. Okay. Gegenmeinungen. Ja. Nee, keine Gegenmeinung. Das ist genau das Ding. Wir müssen sehen, dass wir natürlich gleich gut reinkommen. Das ist natürlich immer das Optimale. Aber wenn es nicht läuft, haben wir auf der Bank ein paar Leute, die jetzt noch vielleicht auch mit den Hufen scharren. Und gleich werfe ich irgendwie 5 Euro in irgendwelche Kassen, um die immer gleichen Phrasen wortreich bemühe. Aber es ist natürlich so. Ne? Ich meine, du hast mit Alario beispielsweise jemanden, der will auch nochmal zeigen, dass er was kann. Und wenn es ein bisschen hakt, wenn es der im ersten Spiel nicht so läuft, ist er jemand, genauso wie auch Alidou, die dann reinkommen können, die dann vielleicht ein erlahmtes Spiel vielleicht nochmal knacken können. Also insofern, ist mir auch ehrlich gesagt egal, wie die Eintracht das Spiel gewinnt. Wichtig ist, dass wir diese 3 Punkte holen. Dass wir diese erste Hürde, dass wir eigentlich dieses Offensichtliche eigentlich nehmen, dass wir sagen, okay, Schalke haben wir auch besiegt. Und dann geht's weiter. Wir sind echt gerade in einer sehr guten Tabellenposition, können uns auf Platz 4 echt sehen lassen, aber wenn wir das weiter fordern, die nächsten Wochen werden dann halt krass genug. Und diese 3 Punkte musst du jetzt auf jeden Fall schon mal holen. Ich meinte jetzt auch eher aufstellungstechnisch, ob ihr da... Achso, da gehe ich vollkommen mit Basti d'accord. Wir hatten das ja schon bei Fußball 2000 abgestimmt insofern. Keine Widerrede. Also ich habe tatsächlich eine Position, die mir hier ein bisschen Magenschmerz macht, weil ihr habt es richtig gesagt, dass Schalke sicherlich hier mit dem einen oder anderen jungen Dachs da vorne vielleicht auftreten wird, um ein bisschen Tempo zu machen. Da mache ich mir mit Hasebe, gerade wenn die Spielpraxis nicht da ist, ein bisschen Sorgen. Deshalb hätte ich tatsächlich an dieser Stelle mit Smolcic und vielleicht dann eher Touré als Tuta-Ersatz auf rechts gespielt, der ja auch wieder zur Verfügung steht. Weiß ich nicht. Würde bei mir Jakic im Endeffekt, oder Jakic in die Mitte und dafür Touré rechts. Also bei mir ist Hasebe hier eine Position, die nicht besetzt. In dem Spiel, im ersten Spiel der sogenannten Rest-Hinrunde nicht zum Spielen kommt. Also du lässt Hasebe draußen und würdest stattdessen Smolcic aufstellen. Ja, Touré und Smolcic. Also Touré rotiert auf jeden Fall rein. Smolcic oder Jakic ist für mich im Endeffekt die Überlegung. Ja, okay.
Aber für mich wäre Touré auf jeden Fall für Hasebe die Wahl. Einfach vom Tempo her. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier das Tempo, gerade wenn noch nicht so der Rhythmus drin ist, auch ein Hasebe braucht oft ein bisschen, finde ich. Aber das ist, er ist ein super Kerl, ist ein disziplinierter Typ und ist auch cool. Und auch stellungstechnisch macht ihm ja keiner was vor. Ich habe nur mit dem Tempo ein bisschen Angst, aber wir können es uns auch angucken, in der Halbzeit kann man immer noch wechseln. Dementsprechend alles entspannt. Ist ja erstmal hier die Startelf. Also seht ihr, geht ihr denn mit mir mit oder sagt ihr, oh nee, auf keinen Fall Touré oder auf keinen Fall Smolcic da reinwerfen? Das ist ja auch, wäre für mich jetzt auch kein Drama. Patricia, bist du schon wieder in der Schweiz oder hast du dazu eine Meinung? Nee, ich habe eine klare Meinung. Ah. Und das ist, ich gehe tatsächlich mit Basti und Marvin mit 1:1. Das ist aber auch jetzt gar nicht dem geschuldet, wie Dennis gesagt hat, so, ach nee, auf gar keinen Fall Smolcic, auf gar keinen Fall Touré. So ist es nicht. Also ich glaube, jeder, der dort aufgestellt wird, dem würde ich ein gewisses Grundvertrauen, haben. Weil die alle schon gute Spiele gemacht haben und gezeigt haben, ja, sie sind da. Aber mir geht's da anders als Dennis. Ich habe gerade bei Hasebe irgendwie immer ein gutes Gefühl, auch wenn der zuletzt auch immer mal vielleicht einen Schnitzer drin hatte. Und natürlich hat er ein Tempodefizit, aber da denke ich mir immer, gut, da ist zum Beispiel ein Dika nebendran, der ist schnell. Wir haben Knauf und Ebimba auf den Außen, die auch irgendwie noch schnell, wenn es wirklich mal brenzlig wird, mit hinterrücken können. Also ich glaube, das passt. Und ich glaube, ich würde gerade in so einer Situation Hasebe vertrauen. Deswegen würde ich da auch mit Hasebe gehen. Aber ja, nicht, weil das irgendwie, ja, weil ich den anderen nicht vertraue, sondern weil ich Hasebe mehr vertraue, weil Hasebe ein sehr vertrauenswürdiger Mann ist. Kann ich verstehen. Nee, stimmt schon. Ihr habt ja recht. Ja, auf jeden Fall. Auch keine schlechte Wahl, klar. Ja, ich glaube, das ist die einzige Begründung. Ansonsten gehe ich komplett mit, was die anderen gesagt haben. Okay, dann. René, bist du denn auch zufrieden? Dann müssen wir dich ja auch noch fragen. Ja, dann haben wir noch eine andere, in Teilen andere Variante. Ich habe jetzt auch für mich aufgestellt, den Spielern, die ich gerade am meisten vertraue. Ich ziehe da noch als Punkt mit in meine Überlegung ein, dass Hasebe ja auch die Woche ein bisschen unpässlich war. Der war ja auch so ein Stück weit erkältet und hat ja auch teilweise dann nicht mittrainiert. Meine Innenverteidigung, das ist tatsächlich die einzige Geschichte, wo ich ansonsten auch von euch abweiche, wäre eine Dreierkette mit Endika links, Smolcic in der Mitte und einem Jakic auf rechts. Das wären jetzt so die drei Spieler, wo ich mich irgendwie am sichersten mitfühle, weil ich auch glaube, dass Smolcic das durchaus kann und der so ein Stück weit dann da auch unterschätzt wird. Am Ende wäre es mir unterm Strich egal, ob da jetzt ein Hasebe oder ein Smolcic spielt, solange da halt die drei Punkte für uns stehen. Okay, also Jakic für auf die Tutor-Position. Jakic auf die Tutor-Position. Unbekanntes Land. Echt, hat er das schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr, ja. Ist er nicht immer nur in der Mitte eingerückt? Ich weiß nicht, aber wie du sagst, am Ende, glaube ich, sind alle Aufstellungen hoffentlich so gut, dass sie im Endeffekt dazu führen, dass wir das erste Spiel erfolgreich absolvieren. Yes. Das muss hier einfach das Ziel sein, zu gewinnen. Basti hat vorhin schön gesagt, und wenn es am Ende ein dreckiger Freistoß oder irgendein Standard ist, der reinfällt und du 1-0 am Ende rausgehst, die Punkte müssen her. Und das ist ein Spiel, was wahrscheinlich nicht schön zu gucken ist, anstrengend ist und einfach am Ende hoffentlich dazu führt, dass wir aus dieser verrückten Hinrunde einfach noch mehr Punkte gezogen haben. Wir sind ja aktuell schon mit 27 Punkten gesegnet. Also es wäre schon schön, wenn wir hier die 30 knacken. Wäre auf jeden Fall ein Ding. Was ist denn euer Ergebnis-Tipp für das Spiel am Samstag? Patricia, du stehst hier zuerst bei mir in der Liste. Ich sag 2:0 für die Eintracht. Ja, warum nicht mal zu 0? Warum nicht mal zu 0? Dennis, auch zu 0? Nee, ich gehe nicht zu 0 mit, aber ein relativ klarer Sieg 3:1.
Dr. Marvin. Ja, 3-1 finde ich nicht so verkehrt. Ich überlege aber die ganze Zeit, schießt Schalke wirklich ein Tor? Das ist so fies im Endeffekt, ne? Und dann strafen sie mich da wieder Lügen. Aber ehrlich gesagt, warum sollten die ein Tor schießen? Also, es ist echt schwer. Also Schalke hat bislang in 15 Ligaspielen 13 Tore geschossen. Das ist nicht wirklich viel. Außen Simon Terodde, gut, die haben ja jetzt irgendwie, ne, ich glaube, versuchen da ja ein paar Leute noch irgendwie zu akquirieren. Ach, ich bleib beim, ich sag, es wird ein mageres, aber es wird ein 1-0 nur. Okay. Okay. Vor allem ging das einfach von 3-1, klingt nicht schlecht. Es wird ein mageres 1-0. Genau, ja, ja. 3-1 über, ich weiß nicht, ob Schalke überhaupt ein Tor schießt. Ja, machen so sie ja jetzt. 1-0. Genau. Okay. Wir tun uns schwer. Cool. Basti, wie schwer tun wir uns in deiner Tippvorstellung? Echt sehr schwer, glaube ich. Ich glaube, das 2-1 für die Eintracht maximal, vielleicht sogar 1-1. Also ich bleibe beim 2-1, weil ich hoffe, dass die Eintracht nicht so dumm ist gegen einen Verein, der nur 9 Punkte in der Hinrunde geholt hat. Und nicht in der Hinrunde, sondern im letzten Jahr. Die Eintracht muss das gewinnen, auch mit Blick auf die nächsten Spiele. Die Eintracht muss dieses Spiel gewinnen, die muss es erzwingen. Deswegen 2-1 klingt nach einem erzwungenen Ergebnis. Weil dann fährst du nach Freiburg und nach München und da wird es wesentlich schwerer. Also deswegen, ich hoffe, dass die Eintracht endlich mal, was das betrifft, überhaupt nicht der Eintracht ist und mich vielleicht lügen straft und das Ganze noch locker gewinnt. Weil ich glaube, dass auch viele Spiele in der Vergangenheit, wo ich Angst hatte, dann sich nicht bewahrheitet haben. Also bleibt trotzdem jetzt aktuell noch dabei, dass ich eher von einem großen Gewürge ausgehe, weil Schalke sich, glaube ich, massiv hinten reinstellen wird. Ja. Ich glaube auch ein gewisses Gewürge und dass Schalke da eher defensiv unterwegs ist. Ich habe aber auch vollstes Vertrauen in unsere Offensivabteilung und dass Muani sämtliche Schrecken dieser WM abgelegt hat und Tore schießt. Deswegen glaube ich dran, dass die Eintracht einfach 3-0 nach 90 Minuten dieses Ding im Sack hat. So. Alright. Ja. Damit hätten wir das mehr oder weniger Sportliche hier beendet. Und wir haben aber hier in unserem Sendungsdokument einen Dummschwätzer der Woche stehen. Das heißt, wir können den Jingle dafür mal wieder abspielen. Und der geht folgendermaßen. Rummenigge, Rummenigge. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben. Jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, welche Kopie haben wir denn heute hier auf dem Zettel stehen? Ich glaube, lieber Marvin, du warst es, der das eingetragen hast. Lass uns Leute, an deiner Empfehlung teilhaben. Wir müssen mal wieder auf Betriebstemperatur kommen und ich bin schon erzürnt, denn RB... Auf der heimischen Couch. Ja, RB macht mich echt fertig. Also RB Leipzig, ich werde nicht fertig, vielleicht muss es, wie Basti das ja vorhin schon gesagt hat, vielleicht muss man es auch einfach mal ignorieren, aber ich kann es so schwer ignorieren. Ich habe das Gefühl, dass RB Leipzig mit ihrem sehr Scientology-artigen Mantra jeden irgendwie um den Finger wickeln will. Und das nächste Opfer ist ja der Herr Eberl, Max Eberl, der mir früher sehr, sehr sympathisch war, jetzt aber ein, ja, ich will mal sagen, es war nicht das schlimmste Interview, was er jemals gegeben hat, aber es ist so nervig und im Endeffekt, warte mal, ich habe eine Szene, warte mal ganz kurz, die versuche ich euch vorzulesen. Genau. Als es um Inhalte ging, wurde mir sofort klar, dass wir beide große Ambitionen haben. Herr Mateschitz hatte immer Lust, erfolgreich zu sein. Er hat mir gesagt, dass er mich beobachtet hätte und cool findet, wie ich bin. Er findet cool, wie ich bin. Also, er sagte, ich passe zu Red Bull und diesen Satz konnte ich sofort unterschreiben. Ich habe auch Lust, voranzukommen, innovativ zu sein. Und genau das strahlt die Marke und der Verein aus. Also, Max Eberl, der früher wirklich für irgendwas stand, ist mittlerweile auch in diesem Brainwash-Circle drin. Und deswegen ist er mein Dummschwätzer der Woche. Man könnte das wahrscheinlich mit RB in den nächsten Wochen fortsetzen, wenn Rufen Schröder bald dort anheuert. Aber das ist meine Nominierung. Wir brauchen den Dummschwätzer der Woche mal. Jetzt nur nochmal, dass ich das jetzt in meinem Kopf irgendwie gepasst bekomme. Max Eberl hat in diesem Interview diesen Satz, den du gerade eben zitiert hast, gesagt, dass Mateschitz ihn angerufen hat und gesagt hat, dass er wie Arsch auf Eimer, so würde ich das jetzt benennen, zu Leipzig passt und das hat er sofort unterschreiben können. Aber in meiner Erinnerung war da nicht Eberl in seiner Zeit bei Gladbach immer sehr stark kontra
Leipzig, also das kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht in meinem Kopf gepasst. Das mag gut so sein, aber es ist, zeigt sich halt, dass diese Bundesliga durchaus mit Wendehälsen nicht minder vertreten ist. Und die wollten Eberl nicht für die Taskforce des DFB haben? Ich frage nur für einen Freund. Offenbar nicht, da war ja der andere Schlawiner von denen da drin. Ja, würde aber auch vielleicht ganz gut da rein. Ja, okay. Ja, ich finde, Philipp Köster hat für diesen Herren sehr gute Worte gefunden, als er gesagt hat, Max Eberls Ausführungen zu RB Leipzig befinden sich längst im postpraktischen Bereich. Hm. Ehrlich gesagt, ist das das Gefühl, das ich auch habe. Das ist sehr gut. Am Ende, was Marvin sagt, das ist nicht einfach, das zu ignorieren, aber man muss, glaube ich, ignorieren, weil am Ende ist, glaube ich, der einzige Grund von diesen Aussagen nicht, dass die da wirklich dran glauben, sondern die Leute aufzuregen und dadurch interessant zu bleiben. Ja, ich glaube, Leipzig hat für sich den Weg halt, Leipzig ist halt jetzt, die haben es probiert so, diese Story zu erzählen, wir sind innovativ und wir sind junge Spieler und bla, das wird sich schon verfangen. Haben dann gemerkt, das interessiert niemanden, auch wenn sie erfolgreich sind. So, Champions League hat kein Mensch interessiert, außer Frank Buschmann immer, wenn er da rumgeschrien hat. Und jetzt probieren sie es halt auf diese Art und Weise und leider funktioniert, selbst bei mir, also ich reg mich auch immer wieder darüber auf dem Reeper 93 drüber. Das funktioniert schon, was sie machen. Das funktioniert ja auch in anderen Bereichen, wo du dann quasi mit Trollerei in die Schlagzeilen kommst und den einen oder anderen dann auch gewinnst, weil er dann denkt, ja, meine Güte. Also RB Leipzig ist tatsächlich ein Auffangbecken für alle Trolle und davon gibt es leider viele. Also, am Ende ist es so, weil du musst es ja nicht sagen. So, was er da sagt. Auch dieser, der hat auch, glaube ich, jetzt irgendeinen Seitenhieb gegen Gladbach wieder gemacht. So, ich habe schon gemerkt, dass hier in der Stadt so eine unglaubliche Euphorie ist und hier geht es mehr um Fußball als bei meinem alten Arbeitgeber. Ich mir denke, Digga, in Leipzig ist safe nicht mehr Fußball lieber als in Gladbach. So, das kann gar nicht sein, weil wann soll das gewachsen sein? Und Gladbach ist ein historischer Verein. Günter Netzer und was weiß ich was, die haben wirklich da, die sind verwurzelt bei sehr, sehr vielen Menschen. So. Und diese Aussage, er weiß, dass das nicht stimmt. Der weiß, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube, dass Leipzig jetzt diesen Kurs fährt, das hat ja irgendwie, gab es ja nach dem Pokalsieg so einen Shift, wo sie dann das Red Bull da in den Pokal geschüttelt haben und das setzt sich jetzt auf diese Art und Weise fort. Das ist am Ende ist das Getrolle von dem reichen, nervigen Typ, der nicht anerkannt wird, weil er auf diese Art und Weise noch Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten würde er gar keine bekommen. Das ist, glaube ich, das ist ganz gefährlich, weil das an gewissen Stellen dann wahrscheinlich trotzdem verfängt. Das merken wir ja an anderen Sachen so. Guckt euch Friedrich Merz an, der labert auch einen unglaublichen Bullshit, aber scheinbar gibt es Leute, die Bock haben, damit zu brüllen und das wird bei Leipzig auch so sein, deswegen ich weiß noch nicht, wie man damit umgehen soll, weil am Ende labern die Scheiße so, und die wollen quasi da rumtrollen, damit die überhaupt noch irgendeine Relevanz haben und das macht der. Und dass der das, wie Marvin gesagt hat, so schnell angenommen hat und jeder, der dorthin geht, jeder, das ist irgendwie gruselig fast. Ja. Es ist wie eine Sekte. Es ist echt, ich werde auch nicht fertig. Und es ist, er wundert mich, wie schnell man in diesen Sog reingerät, aber es ist wahrscheinlich mit Vertragsunterzeichnung, unterzeichnest du auch eine Klausel, dass du jetzt wie der absurdeste Idiot dich überall geben musst, offenbar. Also, aber es funktioniert, die bekommen ja genug Geld. Am Ende ist es ja so, ne, die sind eh gehasst und mit, ich meine, die haben ja mittlerweile so eine Masche, habe ich so fast das Gefühl. Darüber müssen wir irgendwann nochmal sprechen, wenn Schröder dann wirklich jetzt auch bald dort anheuert. Aber noch funktioniert ja dort alles. Es wird versucht, Normalisierungstendenzen durchzudrücken, aber genau das dürfen wir halt nicht machen. Und was die reden, muss uns vielleicht irgendwann auch egal sein, aber noch regt es mich halt auf. Ja, ich hatte das Interview nicht gelesen und auch nicht wahrgenommen, aber allein bei den Ausführungen regt es mich schon auf. Von daher aus meiner Sicht eine sehr nachvollziehbare Bewertung oder Nominierung. Das war das, was ich sagen wollte. Hättet ihr noch andere Nominierungen? Okay. Ich habe es aber auch ein bisschen ignoriert, also ich bin nicht schlecht ansprechbar. Ich habe so die letzten 2 Monate ein bisschen probiert zu ignorieren, was du so labert gibt. Ich glaube, wobei man kann auch Watzke nominieren für diese Aussage, dass quasi jetzt die Journalisten sich beim Riemen reißen sollen. Oh ja. Ein bisschen das Turnier im eigenen Land pushen sollen, dass sie auch jeden Fall dazu beitragen sollen. Ja. Damit sich kein Nebel auf die Stimmung legt. Ja. Sehr gut. Sehr gute Nominierung auch. Verstehe es halt nicht, ja.
Ja, wunderbar. Mhm. Hervorragend. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie das geht, deswegen erkläre ich es noch einmal kurz. Lass uns da noch einen dritten mit reinnehmen, Julian Nagelsmann. Hast du nicht gerade eben gesagt, du hast die letzten zwei Monate das alles ausgeblendet und hast nichts und jetzt haust du hier einen nach dem anderen raus? Ja, weil der mir zugetragen wurde von einem, ich glaube, der hört auch hier zu, nicht nur 93 hier, wie heißt der denn nochmal? Lass mich gleich gucken, ich suche ja. Der hat mich extra angezwittert und hat mir gesagt, hier, ach, Ernst Mosch natürlich. Ja. Liebe Grüße. Ja. Liebe Grüße. Der hat mir den Spruch, also Jan Sommer ist ja zu Bayern gegangen. Ja. Und Julian Nagelsmann sagt, Brazzo, Olli und Marco Neppe arbeiten. Und dann hat er es extra eingeführt. Ich erkläre meine eigenen Witze. Achtung, Wortspiel. Sommer wie Winter da dran, den Kader zu verstärken. Ach du. Also ich habe ja. Der Witz an sich ist schon schlecht, aber wenn du dann auch noch Achtung, Wortspiel anteaserst. Ja. Also das ist noch ein schlechter Witz, den dann auch noch zu erklären. Und der meint das safe nicht ironisch, wenn man ihn kennt. Ja. Ich frage mich, ob der nicht jemanden im Umfeld hat, der ihm sagt, ja, boah, du bist ein guter Trainer, konzentriere dich auf deine Fähigkeiten, hol dir jemanden, der sagt, wie man sich anständig anzieht und halt einfach am besten, was humoristische Dinge neben dem Platz betrifft, deine Schnauze. Also ich das tut sich ja keinen Gefallen. Das tut sich ja keinen Gefallen. Ja. Das ist peinlich. Ich bin normalerweise ja ein großer Achtung, Freund von so sehr flachen Witzen, aber der ist selbst mir zu fies. Ich finde, wir sollten das hier einführen. Wir sagen jetzt immer Achtung Wortwitz vor jedem Wortwitz, damit es auch jeder versteht und der Witz damit noch mehr gestorben ist, als er eh schon war, obwohl es da nicht geht. Es gibt keine Steigerung von Sterben, aber ja, finde ich, sollten wir machen. Einfach mal einführen. Ja. Alleine zu denken, dass er kreativ ist. Gott. Wenn Jan Sommer im Winter wechselt, zu denken, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der dem das einfällt, oder? Also ich meine, also. Und wie oft Jan Sommer schon mit Sommer-Winter-Witzen genervt wurde. Bestimmt. Ja, so, also dann kindelt das einfach mit einer Achtung Wortspiel, weil er denkt, ja, meine Witze, die sind ja meistens zu deep für die Leute. Deswegen kündige ich die an. Weil ich meine, das versteht ja nicht jeder. Da musst du ja schon ein sehr hohes Bildungsniveau haben, um diesen Sommer-Winter-Witz zu verstehen. Ja. Deswegen nett von ihm, dass er das nochmal erklärt. Wenn er Witze ankündigen muss, dann ist da wirklich Hopfen und Malz verloren. Okay, dann haben wir drei Nominierte. Max Eberl für sein Interview, Joachim Watzke für seine wunderbaren Forderungen gegenüber den Journalisten in Bezug auf die Nationalelf und Julian Nagelsmann für sein unglaubliches Talent bei der Ankündigung von Wortwitzen. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal kurz, damit ihr wisst, wie das funktioniert, weil wir hatten schon so lange keinen Dummschwätzer der Woche mehr. Es gibt in den Shownotes zu dieser Folge, die ihr auf eintracht-podcast.de findet, eine Abstimmung. Da könnt ihr bis nächste Woche, bis wir die Sendung aufnehmen, eure Stimme abgeben für die drei von uns genannten Kandidaten in dem Fall. Und dann werden wir nächste Woche das in der Sendung auflösen und sagen, wer von euch die meisten Stimmen bekommen hat. Und das ist dann der Dummschwätzer der Woche für die Folge 500. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Mitmachen. Ich glaube, wir haben hier drei wunderbare Kandidaten zusammengetragen. Ja, und damit ist sie am Ende, die Folge 500 des Eintracht Frankfurt Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für alle, die mitgemacht haben und reiche zum Abschluss an diese illustre Runde hier noch eine abschließende Frage rein, die wir von einem unserer Hörer bekommen haben, nämlich die Frage, wo seht ihr die Eintracht bei Folge 1000, lieber Marvin? Boah, ja, weiter in der Champions League, ganz klar. Eine zwecksoptimistische Meinung, weil im Endeffekt kann es ja nur fast wieder schlechter werden. Und weil ich das aber genau nicht will, glaube ich, dass wir bei Folge 2000 dann auch die Eintracht dauerhaft in der Champions League sehen und dann eine der drei großen hessischen, nicht nur hessischen, sondern auch deutschen Vereine ist. Ja. Patricia,
andere Vorstellung. Ich will es noch ein bisschen weiter träumen. Ich sehe sie auch in der Champions League und vielleicht sogar um eine Meisterschaftsschale reicher. Weil irgendwann muss es passieren und ich möchte das noch erleben, bevor ich irgendwann diese Welt verlasse. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber hoffe ich. Wäre ja auch ganz schön. Deswegen, ich träume einfach mal. Ja. Dennis? Dann entscheide ich mich in den nächsten, das sind ja, was sind das, 10 Jahre mindestens? Ja. Kommt etwa hin. Ja. Dann hoffe ich, dass wir den elendigen Henkelpott dann mal geholt haben. Und also Meisterschaft, das ist so konsequent und Dings, oberes Mittelfeld auf jeden Fall, auch stetig, wie Marvin auch schon sagt, immer schön in der Champions League und wirklich Direktqualifikation. Meisterschaft hebe ich mir für dann Folge 1500 auf. Okay, Basti? Ich glaube, dass die Eintracht dann hoffentlich in der bereinigten Bundesliga spielt, weil der eine oder andere Verein abgeschafft wurde und der eine oder andere Verein in die Super League gegangen ist und dann du eine richtig geile Bundesliga hast, in der die Eintracht vielleicht tatsächlich durch irgendwelche neuen Regularien auch mal die Chance hat, Meister zu werden. Ja. In meiner Vorstellung hat die Eintracht auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von internationalen Auftritten mitgemacht. Ich sehe uns noch tatsächlich mit mindestens einem DFB-Pokalsieg, vielleicht sogar mit zweien. Und vor allen Dingen sehe ich halt weiterhin eine geile Fanbase, die einfach jedes Heim- wie Auswärtsspiel zu einem richtigen Fußballfest macht, so wie es sich aus meiner Wahrnehmung heraus gehört. So, und damit würde ich sagen, machen wir Folge 500 endgültig zu. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Wir danken euch jetzt schon für Kommentare, Glückwünsche, für Abstimmung beim Dummschwätzer der Woche und melden uns nächste Woche in gewohnter Art und Weise wieder mit Folge 501. Bis dahin, macht's gut.